Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Kölner Treffen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Gute Stimmung hier in Köln am Freitagabend und eine sehr tolle Gästerunde. Vielen Dank. Meine Gäste heute Abend. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ihr Lieben, ich muss ja die Runde erstmal vorstellen. Also, meine Gästerunde, ich fange mit einem Zitat an, das Sie singen. Ich bin die, die schnell mal auf die Nerven geht. Da lege ich Widerspruch ein. Hier ist sie, die einmal großartige, die stimmungsgewaltige Ina Müller. Herzlich willkommen. Und dann haben wir den Fernsehfilm Mama geht nicht mehr. Und es geht um die Frage, was man unbedingt noch erledigen sollte, bevor man die irdische Bühne auf immer verlässt. Und sie spielt eine Todgeweihte, glücklicherweise quicklebendig, Marile Milovic im Kölner Treff. Herzlich willkommen. Und er, der schon so strahlt, ist Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe. Und kaum etwas lässt ihn so in Verzückung geraten wie eine leicht ledierte Leiche. Herzlich willkommen, Marc Benecke. Ja. Und er ist ein Tausendsasser, der ständig neue Ideen hat. Und heute treibt ihn die umtriebige Frage um, was ist denn nun wirklich der Umami-Geschmack? Ich möchte es mir erklären lassen von Tim Melzer, meine Damen und Herren. Ein Leben so abwechslungsreich wie ein Fortsetzungsroman. Über ihren Weg aus der Pariser Vorstadt, über die Bühnen der Welt, bis hin, jetzt kommt's, in die Lindenstraße, erzählt uns Sazie de Paris. Herzlich willkommen im Kölner Treffen. Er hat etwas gemacht, was sich nur wenige trauen. Auf dem Höhepunkt des Erfolges zog er sich erstmal zurück. Warum auch immer. Jetzt ist er wieder da, Comeback und eine Erklärung über alles von Helmut Lotti. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und bei ihm fange ich mit einer Gratulation an, denn er hat gerade mal den 7. Comedy-Preis abgestaubt. Das ist unglaublich. Atze Schröder, herzlichen Glückwunsch. Und zwar für ein Programm, über das Sie auch hier schon gesprochen haben, richtig Fremdgehen. Ja. Dafür bekommt man für richtig Fremdgehen einen Comedy-Preis. Haben Sie damit gerechnet? In diesem Fall bin ich mal ehrlich, ich habe damit gerechnet, weil es wirklich ein gutes Programm war und es war ein toller Abend. Ich habe in der Dortmunder Westfalenhalle aufgezeichnet und alle, die auf der Bühne stehen können, diese Momente nachempfinden. Es gibt Abende, die sind so besonders magisch und das war so ein Abend, habe ich mit dem Publikum zusammen hochgeschraubt. Gott sei Dank haben wir es gefilmt und ich habe dieses Mal bei der Verleihung da gesessen und habe gedacht, wenn ich jetzt den Preis nicht kriege, haben die keine Ahnung. Ja, ich glaube, ihr habt richtig Ahnung. Ja. In diesem war es ja was erstaunlich, weil jetzt in vergangenen Jahren war es ja oft so, dass die privaten Sendeanstalten ganz viel abgestaubt haben, die Protagonisten derselben. Und diesmal ging ganz viel an die Öffentlich-Rechte, da tut sich was. Aber bei Richtig Fremdgehen, dem Titel dieses Programms, erfolgt folgerichtig im Grunde genommen ein Buch von Ihnen, was mich zu der Frage bringt, die ist jetzt sehr persönlich. Atze Schröder. Da fallen schon im ersten die Kontaktlinsen ja, raus. Ja. Ja. Sind Sie sexsüchtig? Nein, aber im Doch. Leben, nein. Das muss so sein. Also wenn du das so sagst, ich habe das Buch. Dann bin ich dabei. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass im Leben natürlich der Sex auch wichtig ist, weil Essen, Trinken und dann kommt ja auch schon Kuscheln. Insofern muss man darüber schreiben. Das soll ja angeblich ein Krimi sein. Habe ich den aber nun mal, habe ich da mal so, ne? Und ich zitiere jetzt mal eben, liebe Ina, Sie haben ja auch eine Hand zum Direkten. Mit geöffneten Schenkeln, Oton Atze Schröder, mit geöffneten Schenkeln umklammerte sie meine Hüften. Dann öffnete sie mit zwei geschickten Handgriffen den Käfig der Bestie.
Der Roman ist in der Ich-Form geschrieben, ja? Zum Verständnis. Augenblicklich klappte mir die Möhre hoch. Und der Karnevalsverein Stramme Jungs hatte einen neuen Ehrenpräsidenten. Na bitte! Du hörst ja an der Publikumsredaktion, was hier los ist. Jetzt sage ich dir mal was und ich schwöre, dass es wahr ist. Wir haben, als wir diese Stelle geschrieben haben, ich schwöre, dass es wahr ist, an diese Sendung gedacht und wir wussten, dass du mich darauf ansprechen wirst. Es ist wirklich wahr, ich schwöre, dass es wahr ist. Ich bin auf den Satz auch ganz besonders stolz. Und beim Einsprechen des Hörbuches, was 2 Tage länger gedauert hat als beim richtigen Sprecher. Vor Lachen. Weil ich mich immer so abgeschmissen habe. Das finde ich toll, die über die eigenen Witze immer am meisten lachen. Ja, aber ich finde das einfach gelungen. Und diese Reaktion war ja auch schon wieder genau richtig. Natürlich ist in dem Thriller sehr viel Sex, aber so ist das nun mal bei internationalen Produktionen. Das ist halt Tarantino für Reiche. Oh, ja. Das ist aber nicht schlecht. Ja. Geht ja auch um besonders teure Dinge, die man verliert oder genau, wie auch immer, nämlich sehr teure Uhren, teure Frauen, teure Autos. Du behauptest in dem Buch, du hättest die Fahrt von Hamburg nach Essen in 1 Stunde 41 Minuten geschafft. 1 Stunde 41 Minuten geschafft. Ich bin in den Stau gekommen. Nein, aber es ist ein Thriller und deswegen muss mehr verdichtet sein, es muss ein hohes Tempo haben. Ich gelange ja in den Besitz einer teuren Uhr. In dieser Uhr ist ein Mikrochip und auf diesem Chip sind geheime Informationen, an denen das internationale Verbrechen ein großes Interesse hat. Und ab da, weil ich die Uhr dann verzocke beim Pokern, habe ich nicht nur alle möglichen Verbrecher, einen russischen Killer, eine französische Profikillerin, den BND und noch ganz andere Leute auf dem Pelz. Ich kann auch gar nicht mehr schlafen. Es geht drunter und drüber. Und ich kämpfe da noch um meine Geliebte. Und wenn ich mit der zusammen bin, dann hat die verdammt noch mal das Recht, meine City Cobra auch zu entsichern. So. Sie haben da Glück gehabt, weil er seiner Fantasie freien Lauf lässt. Und er hat nicht etwa an Ihnen, Zitat, herumgeschraubt, sondern an Barbara Schöneberger. Weiß sie das schon? Ja, wir haben gestern zusammen ein Fotoshooting gehabt, da muss ich ihr das gestehen. Und Barbara ist ja sehr belastbar. Herumgeschraubt, ist klar, ne? Wir haben verstanden. Nein, es ging darum, dass ich ihre Sendung da beschreibe, wo ich dann ja zu der Zeit auch zu Gast war. Und ich beschreibe sie ja sehr charmant. Okay, an einer Stelle habe ich gesagt, sie hatte wohl die Firma mit dem Fleischsalat hat sehr viel in ihr Dekolleté investiert. Aber Barbara ist dann auch so eine, die lacht sich tot über solche Sachen. Das Gesicht von Marile Milovic finde ich jetzt ziemlich gut. Ich habe mir einfach jetzt Fleischsalat im Dekolleté vorgestellt. Muss nicht sein. Kann ja auch nicht so teuer sein. Nein, das ist preiswert, glaube ich, auch mal gut weg. Muss man ja auch mal so sehen. Ist ja immer eine Frage der Veranlagung, oder? Ja, manchem steht, das ist wahr. Ja. Mhm. Aber es ist ja auch biografisch eingeflossen, beispielsweise so bestimmte Kernsätze, die man durchs Leben schleppt. Ja. Es gibt ja so nach Regionen geordnet. Also mein Lieblingssatz im Rheinischen, der war auch von meiner Großmutter, war immer, wenn irgendwas nicht klappte, dann sagte die immer, da musst du was bei sagen. Ja, ja, ja. Kein Mensch weiß was. Ja. Aber den Satz finde ich wirklich, finde ich ja, sinnstiftend. Ja, wir haben ja auch versucht, immer so Lebensweisheit mit einzustreuen. Und im Ruhrgebiet gibt es ja nun mal jede Menge. Unter anderem, wo ich auch sehr lachen musste über diese Lebensweisheit, hat meine Oma früher mal gesagt, will noch jemand Kaffee, sonst mache ich welchen. Ja. Ja. Das kenne ich aber auch. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, das ist gut. Denkst, wie ist das jetzt? Philosophisch nach gerade, letztendlich, ne? Ja, schon. Ne? Aber das war ein Originalzitat jetzt. Das war ein Originalzitat. Von der Großmutter. Ja. Hier haben Sie eins auf Lager, so aus dem Norden, so Sätze? Leider gerade nicht. Nee? Nee. Schlimm. Aber gibt so ganz wie so Redewendungen, gibt es doch irgendwie. Ja, aber die sind jetzt nicht lustig oder so. Oder so verquer wie das mit dem Kaffee. Da müsste ich jetzt so nachdenken. Nordisch, fällt mir keins ein. Ein Freund von mir aus Schleswig-Holstein sagt immer, wem dol deht, dem dol geht. Das gibt's nicht. Das? Keine Ahnung. Hat er sich ausgedacht. Ja. Noch nie gehört. Hast du das schon mal gehört? Es gibt ja auch keinen Sinn, ne? Ja. Das macht nicht wirklich. Irgendeine Lautverschiebung war das. Oder ein Zahlendreher. Ja, aber ich habe noch einen den ich aus dem Buch. Ja, an den Füßen einer Frau erkennt ein kluger Mann die Sau. Das kann nicht von der Großmutter sein. Wir haben es leicht abgewandelt, damit es sich reimt. Und es war so, dass der ist tatsächlich auch von meiner Oma, die hat aber den Spruch eher so gemeint, dass man eben an den gepflegten Füßen, im günstigsten Falle gepflegten Füßen einer Frau auf den Charakter schließen kann. Und
Da du ja weißt, dass es im Ruhrgebiet auch schon mal handfest zugeht, ist das auch so gefallen. Aber Tatsache ist ja, dass Literatur eine große Rolle spielt. Also ja. Literatur. Ja. Richtige Literatur. Wie in diesem Buch, ja. Wurde bei euch früher viel gelesen in der Familie? Ja, also wir waren ja jetzt nicht so überreich, sagen wir mal, materiell. Und mein Vater war Malermeister. Der kam dann immer in die Wohnung, die renoviert werden mussten, und brachte dann immer für meine Schwester und mich Bücher mit. Und da wir nie in Urlaub fuhren, waren die Bücher halt immer unser Urlaub. Was dazu geführt hat, weil die Bücher wurden immer nach seinem, Gusto verteilt, dass meine Schwester sehr viel Jungsbücher und ich sehr viel Mädchenbücher gelesen habe. Und so Hanni und Nanni, da war ich doch zu Hause. Quatsch. Ja, absolut. Absolut. Selbst meine Schwester hat mir dann so Frauenzeitschriften. Ich bin mit Frauenzeitschriften aufgewachsen. Ich bin du bist ein Mädchen Feminist. Eigentlich. Ja. Ja? Das versuche ich dir ja schon seit Jahren zu erzählen. Also diesen Frauenvorsteher, dem die Möhre hochklappt. Das ist irgendwie ein ganz, ganz schönes Bild. Oder? Das kriege ich gar nicht mehr weg. Das ist die ideale Mischung. Ja, aber wenn man liest, was da geschrieben steht, dann meint man, boah, das ist echt auch der Turbo-Typ. Heißt ja auch der Turbo von Marrakesch. Der Turbo von Marrakesch. Andererseits seit über 30 Jahren mit Ute zusammen und eigentlich ganz bodenständig. Ja, das ist jetzt sehr privat. und das ist ja schon fast gegen mein Image. Aber ich bin halt auch eine treue Seele. Mich wird man so schnell nicht los. So kann man es natürlich auch sehen. Ist ja gut. Ja, ich bin sehr treu. Also es grenzt schon an Liebe. 30 Jahre, oder? 30 Jahre ist mal eine Ansage, muss man ja mal sagen. Und was sagt dann Ute zu den Fantasien, die sah die Seiten? Ja, da war schon manches Mal so ein Blick so beim Lesen so aus der Seite. So nach dem Motto, können wir das auch mal machen? Das macht ja auch viel Arbeit. Eine Stelle sollte gelesen werden. Das ist im Prolog. 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 Okay, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber ich mach's. Halten Sie sich fest, auch zu Hause auf dem Sofa. Es wird brutal. Heftig klatschte die biegsame Taucherflosse auf ihr wunderbares Hinterteil und sie wimmerte. Ich schrie ihn an. Dimitri, du kleine Metaxa-Ducke, lass sie in Ruhe. Noch ein Schlag und ich reiße deinen miesen Arsch so auf, dass deine eigene Oma dich nur noch an der Stimme erkennt. Er lachte und verzog keine Miene. Stattdessen verpasste er ihr den nächsten Hieb. Interessant, Malaka, ich freue mich schon drauf. Der Rubikon war überschritten. Ich tobte vor Wut und hätte ihn sofort verprügelt, wenn mein Kopf nicht in diesem ungemütlichen Schraubstock gesteckt hätte. Es ist doch ganz einfach, Schröderchen. Du sagst mir, wo der verdammte Chip ist und du kannst schon morgen den süßen Knackarsch deiner kleinen Schlampe zusammenfliegen. Dann trat er mir mit voller Absicht in die Klöten. So, das ist der Beweis. Es ist kein Softporno, es ist ein Krimi. Es geht drunter, es geht echt zur Sache. Also wirklich unter 14. Die Mütter kaufen ja gerne mal Atze-Bücher, um ihre Kinder zum Lesen zu bringen. Aber das sollten sie nicht tun. Den wirklich erst ab 14. Atze Schröder! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Ina Müller großartig. Im August lief die 100. Sendung Inas Nacht in der ARD. Die Konzerte sind ausverkauft, die Platten sind großartig, es ist alles. Und dann singt sie, die Königin der deutschen Unterhaltung, singt sie das Dorf, das kriegst du niemals aus mir raus. Ja, du kriegst mich aus dem Dorf raus, aber das Dorf nicht aus mir raus. So. Woran merkt man das denn? Dass ich zum Beispiel in Hamburg immer noch nachts, ohne nach links und rechts zu gucken, über die Straßen laufe, weil da ja nie was kommt. Wie früher. Und wenn ich eine Laterne sehe, möchte ich immer noch gerne gegentreten. Und so, das sind so Sachen, so die. Oder wenn Auto voll ist, sage ich, nee, einer geht noch. Es ging immer so 8 rein in den Golf. Und können Sie Schwein schlachten? Ich kann auch Schweine schlachten, ja. Ehrlich? Ja. Okay. Ich kann die dann sogar essen danach. Das ist ja auch, das sagt ja auch Jürgen Dolase, wer Fleisch isst, sollte das Tier auch schlachten können. Ja, war mir jetzt nicht so klar, aber das geht. Ich möchte das aber nicht, ich möchte das auf gar keinen Fall. Aber du musst es auf dem Hof natürlich. Ne? Ja. Ich habe jetzt nicht gesagt als Kind, oh, ich würde so gerne mal ein Schwein schlachten, ja. Sondern es wurde halt geschlachtet und ich war dabei.
Ich habe es nicht inszeniert und gesagt, ich mit Messer. Ich aber das zählt, würde ich sagen. Das ist voll heiser, weil du mit dieser Kakerlake da durch den Flur gelaufen bist. Und ich habe so geschrien, dass ich hätte fast einen Herzinfarkt gehabt. Du warst das. Und wir ich war das. Ja, aber du kommst auch vom Dorf. Ich kam aus deinem. Aber eine Kakerlaken gibt es da nicht. Es gibt Schweine und Kühe und so. Es gibt süße Tiere. Und ich habe so einen Kakerlaken-Albtraum. Sagen, dass da eine Mitarbeiterin von mir mit einer großen Kakerlake, und die war also Handflächen groß, Handteller groß, kam sie und dann kamen wir gerade aus meiner Garderobe nach dem Vorgespräch. Sie hielt mir die so ins Gesicht. Zum Glück war Ina Müller vor mir. Schrie wie am Spieß. Und die war riesengroß. Die war so fett. Ich mach's wieder gut. Du auch so? Nee, das kannst du gar nicht. Ja, gut, weil ich habe einen Albtraum, so einen Kakerlaken-Albtraum, der mich seit Jahren verfolgt. Was und ich habe traumdeutung.de auch geguckt, warum. Das ist natürlich. Ja, weil ich denke, immer wachst du auf und so eine fette Kakerlake krabbelt irgendwo. Deswegen war das heute natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Aber vielleicht ich hätte dich auch so gerne schon mal in die Sendung eingeladen. Aber ich dachte immer, du musst eine Kakerlake mitbringen. Wir können ihn nicht einladen. Geht und die Traumdeutung nicht. Sagt, von einer Kakerlake zu träumen, ist ein Riesenunterschied, als von einem Schwarm Kakerlaken zu träumen. Das war mir auch nicht klar. Ich träume immer von einer, so wie eben mit auf der Hand. Und es ist ein Schrei der Seele nach Hilfe für etwas, wo man Angst hat, es nicht zu schaffen. Ja, CD, Programm, das so. Alles. Ne? Ja, aber ist doch geschafft. Ja, aber dann kommt der mit einer Kakerlake daher und jetzt ist alles wieder aufgerissen. Die Seele ist wieder aufgerissen. Nein, das Schicksal hat sich erfüllt. Das ist wie bei Dr. Strange, verstehst du? Es erfüllt sich das Schicksal, die Prophezeiung und so weiter. Und dann, dadurch wirst du vollkommener und reiner. Du bist die Schabe, weißt du? Wie bei Men in Black, wo der immer so durch die Straßen läuft, weil da schon die Schabe drin sitzt. Ja, und das bedeutet, ich war in deinen Träumen. Das ist doch, du musst doch mal die positive Seite sehen. Du meinst, du warst es? Dann war ich das in deinen Träumen. Ich werde berichten, wie es weitergeht. Vielen Dank. Ich habe vor lauter Schreck nicht gesehen, war die echt oder war die aus Plastik? Ach, die war das sind echt. Eine echte und die, was, ich weiß nicht, ob ich habe ihren Atem gespürt. Die war echt, wirklich. Also, wir haben sie backstage, haben wir ihr auch einen Namen gegeben. Ja. Das tut mir sehr leid. Zum Glück war ich hinter Ina. Aber welche Rolle du so in unseren ganzen Planungen kreativen Träumen spielst? Finde ich jetzt nicht so richtig schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Tim, haben Sie auch schon von mir geträumt? Ich habe bei ihm jetzt Bei dem Gesicht jetzt glaube ich nicht. Nee. Ich habe ein Filet bei ihm gegessen, es hieß Bettina. Was hast du? Es gab mal eine Kuh, die hieß Bettina, aber das hatte nichts mit dir zu tun. Es gab wirklich. Wahrscheinlich war das Steak Florentina und nicht Bettina. Ach so, aber immerhin ein Filetstück. Immerhin, muss man mal ganz dazu sagen. Aber können wir von der Heiserkeit mal auf diese großartige neue CD kommen? Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, ich freue mich. Mir gefällt sie auch sehr gut. Aber es ist so gut, wie Atze sein Buch gefällt, der übrigens sein Buch mitgebracht hat, obwohl er es nicht durfte. Und ich habe mein Album weggelassen. Aber mir gefällt dein Album auch sehr gut. Das freut mich. Wir waren letztens zusammen in einer Show. Sie hat den Schlusssong gesungen von der neuen CD. Und wer? Ina Müller hat den Schlusssong in dieser von Show. Ihrer von ihrer eigenen CD? Nicht in ihrer Show, sondern von der CD in einer anderen fremden Show in München. Und ich ging mit diesem Refrain ins Bett und träumte nicht von Kakerlaken, sondern von Möhren. Oh. Die Sendung entgleitet mir an der Stelle. Egal, ich zitiere jetzt sehr seriös nochmal aus einem der Titel. Da steht nämlich an die, ich bin die, die schnell mal auf die Nerven geht, wie ich sagte. Ich bin die, die brüllend auf dem Tresen steht. Mhm. Dann habe ich gefragt, ja, klar. Wenn man an Ina Müller denkt, dann sieht man irgendwie immer einen Laden, der voll ist und eine temperamentvolle Frau, die super singen kann. Aber sind Sie gerne alleine? Ja. Ich meine, dass natürlich jeder denkt, die wacht auf und holt sich erstmal ein Aufwachbier ins Bett. Das ist ja klar, weil wenn mich jemand irgendwo wahrnimmt, dann ja brüllend auf dem Tresen, am Tresen, ständig das Bierglas hochheben, weil zu Hause filmt mich ja keiner, zum Glück. Und dass ich auch ganz normal aufwache, mal einen Kaffee trinke zwischendurch, bevor ich mir dann ein Bier hole. Das ist ja auch klar. Das ist ja klar. Ja, genau. Deswegen glaube ich, wenn ich... Wenn ich Marc Benecke höre, habe ich sofort eine Kakerlake vor Augen. Und wenn ich in der Müller höre, wahrscheinlich gerade ein Bier und ein Tresen oder so. Ja, ich habe mich aber gefragt, mit dem so viel Trubel oder dann eben doch auch allein sein wollen. Fünf Mädchen einer Familie. Ja, ich glaub, die waren die war schön. Ja, ich war die vierte. Die vierte. Mhm. Aber da war es doch dann immer voll. Wir? Wer war wir? Nein, nein. Nein, das Haus war voll. Ja, es war immer voll. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich gerne alleine bin. Da willst du drauf hinaus. Ne? Ja. Mir war immer zu viel los. Es war immer laut, immer Krach, immer Streit, immer Prügel.
immer Diskussion, immer teilen, schon ab morgens immer teilen. Wir mussten alles teilen. Ich musste immer teilen. Ich will nicht mehr teilen. Ich kann das nicht mehr. Wirklich? Mhm. Ich wollte immer Einzelkind sein und meine Eltern sollten Lehrer sein. Einer sollte, ja, ich hätte das so toll gefunden. Einer sollte Musiklehrer sein und der andere irgendwas anderes Schönes, was mit fernen Ländern. Hätte ich ja, das ist eine schöne Vorstellung. Und Sie waren aber auch eine Bauernfamilie nun mal. Ja, welche Schweine geschlachtet haben, welche und wo es immer laut war. Welche Rolle spielte die Dorfdisco? Eine große. Da musste man ja hin und man musste mit 14, wir sind lustigerweise, ich weiß gar nicht warum, ab 14 schon in die Disco gefahren. Was sehr früh ist, glaube ich. Und wir mussten immer jemanden kennen, der 18 ist und der dann fuhr. Und dann eben zu 8 in den Golf gequetscht und losgefahren. Nicht ganz ungefährlich. Ach, es war ja Airbag genug. Es war ja voll, der Wagen. Also es lagen ja alle gut gepackt. Wie war das eigentlich bei Ihnen, Tim Mälzer? Sie sind ja auch ein Jung, Pinneberger Jung, sagen Sie immer von sich. Also ich glaube, wir könnten unsere Biografie zusammenschreiben, irgendwie, weil auch, da sehr viele Parallelen vorhanden sind. Und gerade diese Fahrten zu Dorf oder Dorfdisco nicht. Wir haben uns dann ja so die ersten Male nach Hamburg getraut. Und das war wirklich so geil. Wenn du dir vorstellst, ich komme aus Pinneberg, das ist eine Vorstadt von Hamburg. Und wir haben uns wirklich das Geld in die Socken gesteckt, weil wir Angst hatten, in Hamburg überfallen zu werden, wenn wir denn in die Disco gehen mit 14. Mein Ausweis war ein Autoschlüssel, habe das nie verstanden, wenn da so ein 65 Kilo Hämpfling, kein Bart wuchs, überhaupt nicht, also offensichtlich noch keine 12 Jahre alt, also 14, aber ich war sehr spät entwickelt, am Türspäher vorbeigehen wollte, sagen, hier, ich bin der Fahrer, und der guckt mich an und sagt, ist klar, Junge, keine Chance. Und wir haben genau dieselbe Nummer gemacht. Wir sind an die Aral-Tankstelle damals, Pinneberg, 4 halbe Holz, eine Flasche Apfelkorn, Geneva, dieses ganze Zeug, was man als Jugendlicher getrunken hat, haben uns auf dem Weg hin, bis auf der Fahrer natürlich, Rotze voll gemacht irgendwie. Dann sind wir in die Kneipe nebenan gegangen, weil wir kein Geld für den Eintritt hatten. Haben aber in der Zwischenzeit in der Kneipe natürlich ein Vielfaches von dem Eintritt versoffen und hätten auch direkt in die Disco gehen können. Haben bis morgens um 4 gewartet, bis der Eintritt frei war und sind dann in den Club rangegangen und haben noch Reste fischen gemacht. Und dann bin ich aber nach Hause. So hieß das bei uns hier. Ja. Ich habe selten was gefangen. Ich bin schlechter Angler. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann bin ich direkt in den Kuhstall und habe gemolken. Im Land? Echt? Im Ernst? Angeheitert, ja. Sind Sie die Einzige in der Familie, die Künstlerin geworden ist? Ja, hatte ich aber auch nicht geplant. Die anderen haben alle seriöse Berufe und leben irgendwo in der Nähe von Köln, was ich auch nie verstanden habe. Nicht, dass Köln nicht schön ist. Es ist schön. Ich mag ja Köln, weil meine ganzen Schwestern hier leben. Aber die sind so karnevalsverrückt und die sprechen schon, so haben schon manchmal so einen Kölschen, irgendwie sowas in der Stimme. Ja, das kommt schnell. Und ich habe das kommt schnell. Also die lieben das hier und ich fremdel immer irgendwie ein bisschen. Aber Köln weiß das auch und Köln versucht auch schon lange, mich zu überreden. Ich muss aber ein etwas unangenehmes Thema zu sprechen kommen, weil diese Texte auf der CD sind ja sehr autobiografisch. Ne? Zum Beispiel, ich bin immer sehr laut ist auf dem Tresen und so weiter und so fort. Dieses Quartett, von dem Sie sprechen, ist natürlich auch eins, dass Sie jetzt in einem Alter sind. Das Invalidenquartett. Dass man sich dann über Krankheiten irgendwann unterhält. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Freundinnen sich über Krankheiten unterhalten. Aber überall ist das so. Ey, das ist furchtbar. Und auch nicht in meinem Alter, sondern ab 40 sitzen, wenn man abends sich zum Essen trifft, beim Thema Krankheit, ist doch sofort da einer immer Knie, Rücken, Reflux, irgendwas Neues, weil die Haare weggehen, was Neues. Also alles, was so mit körperlichem Verfall zu tun hat. Hörsturz, alle Allergien, Unverträglichkeiten. Jeder hat doch irgendwas mit Laktose. Ja, das ist Mode. Nee, aber das sind ja im weitesten Sinne Krankheiten. Ist schon so, früher hat man sich über die Restaurants und Clubs... Auf welcher Party waren wir, wen haben wir abgeschleppt? Richtig, und so. Ja. Und das ist überhaupt kein Thema mehr. Und jetzt erzählt man sich, welchen Chiropraktiker man kennengelernt hat oder welchen Heilpraktiker, wer was kann. Wer... Heute tauscht man Arztnummern aus. Und ich habe da neulich einige gekannt. Ja, ja. Ja, aber wenn Sie sagen, von wegen weniger Haare und Veränderungen, und so frage ich Helmut Lotti, dass Sie jetzt weniger Haare haben, ist doch kein Zeichen von Altern. Nee, die hatte ich schon mit 25 so ungefähr. Ach, Sie haben dann immer was draufgesetzt? Ja, das war eine geschäftliche Entscheidung. Bettina, und ja, klar hat er was draufgesetzt. Ich frag ja nur. Entschuldigung. Es war eine geschäftliche Entscheidung und ich habe mich damals überzeugen lassen, nach einer Weile. Und eigentlich finde ich es immer noch schlimm, dass ich das gemacht habe. Ich meine die Frage auch ganz ernst, wenn das jetzt rauskommt, weil es zeigt ja, dass so Künstler sich manchmal im Grunde genommen in so eine Richtung pressen lassen. Ja? Und dann sagt das Management, sie müssen so und so aussehen. Machen Sie es mal. Es ist komisch, dass ein Drittel von den Männern in meinem Alter, die haben keine Haare oder ein Viertel. Nur im Showgeschäft ist das nicht so.
Soll ich bei Tim mal ziehen? Also Atze? Was denn? Ironisches Lied mit dem Invalidenquartett, aber es gibt noch ein anderes, das an früher erinnert. Und das Lied ist nicht autobiografisch, denke ich. Es heißt Klammerblos und wir zeigen einen kleinen Ausschnitt. Ganz kurz, Helmut. Das finde ich die schönste Titel auf deinem Album. Ich habe es ganz gehört vorgestern im Wagen. Ich finde es sehr schön, aber das finde ich das schönste Lied. Das freut mich sehr, Helmut. Das ist schön. Schönes Album. Ich habe mal eine ganz naive Frage. Wieso können Sie eigentlich so gut singen? Findest du? Ja. Ich weiß es nicht. Weil ja eben auch gesagt wurde, nee, in der Familie gibt es sonst keine. Die haben bürgerliche Berufe, ja, und dann plötzlich... Ich komme ja noch aus dieser Zeit, als in der Schule noch sehr musikalisch gefördert wurde. Also wir haben eigentlich die ganze Woche nur damit verbracht, Musik zu machen. Wir hatten Gitarrenkurse, Musikunterricht, wo Gitarre gespielt wurde, nachmittags AGs, wo Gitarre gespielt wurde und mussten keinen Cent dafür bezahlen, was meine Eltern, glaube ich, auch nicht gemacht hätten. Dadurch fingen wir an zu singen und es wurde alles sehr gefördert. Ich glaube, es war nicht vorstellbar, dass wir nicht schwimmen konnten. Es wurde geschwommen und es wurde Musik gemacht. Und deine Schwestern könnten auch gut singen? Nee. Aber gut schwimmen. Oh Gott, sie bringen mich um. Sie können super schwimmen, aber sie können nicht gut singen. Also wenn es darauf ankommt, ist das ja auch wichtig. Apropos Familie, Ina, was machen Sie Heiligabend? Ich frage jetzt schon mal. Ich sitze Heiligabend in meiner Küche, werde Kartoffelsalat mit Bockwurst essen und es muss euch nicht leid tun, ich werde allein sein, weil mir das nicht so wichtig ist und ich gehe 3-4 Tage später, fängt meine Tour an. Das ist mir wichtig. Aber Heiligabend alleine? Ist das schlimm? Habe ich schon ein paar Mal gemacht, ich liebe das. Gehe ich alleine in die Kirche, ich muss arbeiten, es geht nicht anders, ich kann nicht nach Hause fahren. Ich muss auch ein bisschen sagen, ich bin ja hier im WDR und meine Mutter wird es nicht gucken. Ich amüsiere mich meistens auch Heiligabend nicht so. Und am ersten Weihnachtstag nicht und am zweiten nicht. Und man kippt sich voll, weil man sonst auch nicht dieses Aufeinanderklucken ist. Ein Tag gut, aber am zweiten Tag und am dritten Tag sitzt man voll gegessen da und möchte eigentlich nach Hause, ehrlich gesagt. Deswegen finde ich es nicht so schlimm. Ich habe eine Bitte. Wie feierst du denn Heiligabend? Ich feiere Heiligabend im Kreis von meinen Wahlverwandten. So. Und da wird immer wahnsinnig viel gegessen. Und ich weiß jetzt schon, dass ein Tag vor Heiligabend Rainer Sass in dieser Sendung sein wird. Und der wird eine Weihnachtsgans zubereiten nach seinem Gusto. Ich werde meine vorher kaufen und ich werde sie genauso zubereiten. Und ich werde Heiligabend ganz viel Wein trinken und werde es krachen lassen. Und den ersten werde ich morgens eine Tablette gegen Kopfschmerzen nehmen. Ja. Gruß an Ihren Lebensgefährten Johannes Oerding, der auch klasse Musik macht. Und zweitens einen sehr herzlichen Gruß an Ihre früheren Musiklehrer. Ina Müller! Danke. Tim Mälzer, der erste Traum Ihres Lebens war, Schlagzeuger bei der Band KISS zu werden. Da waren Sie 10. Welche Träume sind sonst noch nicht in Erfüllung gegangen? Deshalb kann ich auch definitiv sagen, dass eben diese frühkindliche Förderung von Musikunterricht nicht immer auf fruchtbaren Boden fällt. Also ich habe Schlagzeugunterricht genommen und mein Lehrer, der sogar verwandt war mit mir, hat meiner Mutter nach 4 Stunden geraten, mich aus dem Unterricht rauszunehmen. Also es macht aber keinen Sinn, weil ich gehöre wirklich so Musikantenstadel. Es gibt doch immer diese 2 Leute, die in der ersten Reihe sitzen und es schaffen, mit einer 100%igen Sicherheit nicht einen einzigen Takt zu treffen. Ja? Also für solche Menschen ist Free Jazz erfunden worden und ich gehöre halt zu diesen Personen. Ich bin immer nach wie vor noch ein leidenschaftlicher Anhänger der Percussion-Kunst. Also ich liebe Schlagzeug in allen Variationen. Ich habe jetzt auch vor 4 Jahren wieder angefangen, habe vor 4 Jahren auch wieder aufgehört, genau aus demselben Grund. Muss aber dazu gestehen, ich war zwischendurch mal Ensemblemitglied bei Udo Lindenberg im Panikorchester. Wirklich? Ja, es gibt eine sehr schöne Geschichte. Damit er war der Leibkoch. Es gab eine Geschichte, ich hab mir ein Schlagzeug gekauft und habe mir gleich den Verkäufer mit nach Hause genommen. Der hat dann praktisch das Ding aufgebaut, hat mir eine Stunde Unterricht genommen. Und eine Stunde Unterricht ist 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2. Und mehr machst du nicht, eine Stunde lang. Und am Abend hatten wir eine Musikveranstaltung bei uns in der Bullerei und ich habe Musikproduzenten getroffen und habe ihm gesagt, dass ich wieder mit Schlagzeugspielen angefangen habe und genau da weitermache, wo ich aufgehört habe. Soweit alles wahr.
Und dann habe ich nachher ein bisschen übertrieben, dass ich so meinen eigenen Stil habe und dass vielleicht, wenn ihr mal irgendeinen braucht und so, dass ihr dann ruft mich doch einfach mal an. Manchmal sind ja Leute gefragt für eine Studioaufnahme oder irgendwie sowas, wo man schieben kann. Und ich habe gnadenlos übertrieben. Ich habe aber zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich Schlagzeug spielen kann. Also ganz wichtig. Und 3 Wochen später kriege ich wirklich einen Anruf von meinem Manager, der dann sagt, irgendwie, sag mal, was hast du denn schon wieder für eine Scheiße erzählt? Und ich, wieso, gar nichts, also diesmal wirklich nichts. Ja, aber ich kriege gerade hier einen Anruf von einer Plattenfirma und angeblich seist du ein guter Schlagzeuger und ob du nicht Lust hättest, beim Udo Lindenberg MTV ein Plug-Konzert mitzuspielen. Daraufhin habe ich erstmal ja gesagt. Habe alle meine Bekannten gefragt und ich habe ja einige in der Musikszene. Und du warst du derzeit dann nämlich in meiner Sendung und hast mir das erzählt und hast auch ein bisschen Schlagzeug gespielt und gerade geübt dafür. Und ja, jetzt genau. Musst du erzählen, wie es weitergeht. Ja, und dann habe ich das erstmal so für mich behalten, dass ich es nicht kann. Habe erstmal ja gesagt und habe dann aus zeitlichen, terminlichen Gründen abgesagt, dass ich das nicht schaffe. Als ob ich absagen würde, wenn Udo Lindenberg mir anruft, Schlagzeug spielen. Aber ich habe alle gefragt, ob ich ein Lied so spielen kann, dass es nicht auffällt, dass ich das Instrument nicht beherrsche. Und einer hat gesagt ja, die anderen haben alle gesagt nein. Und schlussendlich ist es die Nummer geworden, wo Stefan Raab gespielt hat. Und da war ich dann beleidigt, dass sie so einen Amateur nehmen. Oh. Nein, nein. Wenn ihr aber gerade... Aber ich wollte... Meine erste Platte von meinem Papa gewesen, Kiss Dynasty, hat er damals zusammen serviert mit einem Nackenkotelett mit Balkangemüse und Kräuterbutter. Das hat mein Vater früher gekocht, wir waren ja Scheidungskinder, aber so hat Papa gekocht. Und hat mir diese Dynasty-Platte mit Poster geschenkt. Wow. Und dann war ich ein Kiss-Fan. Ich weiß bis heute nicht warum, weil ich sie musikalisch immer noch grenzwertig finde. Aber wenn man sie auf der Bühne mal gesehen hat, rock on. Also das ist wirklich geil. Wir hatten jetzt 2-mal musikalische Frühprägung hier, ja. Von Ina Müller und von Tim Melzer. Als Kind hießen Sie noch Solange. Wann war klar, dass Musik wirklich Ihre Passion ist? Also ich komme erstmal aus einer Großstadt, aus Paris, ne? Und so. Und meine Mutter hat immer gesungen, wenn sie irgendwie die Wohnung sauber gemacht hat, sie hat die Fenster geputzt und gesungen. Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. Tralala. Damit bin ich groß geworden, natürlich. Und so habe ich die ganze Chanson, die französische Chanson, einfach gelernt und später mal gesungen. Und ja. Jetzt singe ich französische Chansons. Und wie? Ja, so. Ja. Ja, singen wir mal nicht, aber trotzdem. Ja, ein bisschen noch in den Einspielern. Ja. Aber Tim, ich komme mal zu Ihnen zurück. Es gibt ja irgendwie nichts, was Ihnen irgendwie zu viel zu werden scheint. Noch ein neues Buch, noch ein neues Restaurant. Jetzt kochen Sie noch auf dem Kreuzfahrtschiff. Wann und warum wird es Ihnen überhaupt manchmal zu viel? Gibt es das? Oder ist das so ein Nichtsättigungsgrad im Tun? Also ich frage mich das wirklich jedes Jahr aufs Neue, weil ich jedes Jahr zu der Phase, in der ich jetzt gerade bin und sage, oh, nächstes Jahr mache ich mal ein bisschen entspannter. Ne? Dann mache ich mal irgendwie, das hatte ich mir letztes Jahr auch fest vorgenommen, für jeden Tag Arbeit gibt es einen Tag frei. Jetzt habe ich dann aber den Tag frei und dann habe ich kreative Ideen und dann habe ich Möglichkeiten. Dann bin ich ein Sappler, ich bin sehr kontaktfreudig, ich mag Menschen, ich rede mit Menschen, ich lasse mich durch sämtliche Künste inspirieren, ob es Comedy, ob es Schauspielerei ist, ob es Musik natürlich ist, was einen ganz großen Teil in meinem Leben ausmacht. Und das sind dann so schöne Dinge und ich habe so eine Welt, in der ich machen darf. Also ich darf Dinge ausprobieren und ich mache viele Dinge, ich mache viele Dinge falsch, einiges davon richtig und das ist eher wie so ein Abenteuerspielplatz. Also es ist schon schwierig und ich kann ganz schlecht Nein sagen. Ja, aber wir kennen uns ja auch schon viele Jahre durch die Medien, aber Sie haben ja vor genau 10 Jahren, da waren Sie schon 3-4 Jahre sehr gut im Geschäft, im Fernsehgeschäft und natürlich im Kochgeschäft, da hatten Sie mal einen richtigen Burnout, aber einen richtigen. Also nicht so lala, ich gehe mal ein Wochenende in Öl, sondern da war erstmal Feierabend. Bleibt da eine Angst, das könnte noch mal passieren? Also ich habe ja damals schon gesagt, dass es die beste und die schlimmste Zeit meines Lebens ist. So schlimm will ich mich nie wieder fühlen, so schlecht möchte ich mich nie wieder fühlen. Und die beste Zeit, weil ich noch nie so viel in so kurzer Zeit gelernt habe über mich, über mein Leben, wie ich mein Leben sehe, wie ich mein Leben gestalten möchte. Ich habe dann eine Zeit lang versucht, ruhiger zu machen, habe aber gemerkt, dass ich unglücklich geworden bin dabei. Also ich habe mich künstlich ruhig gehalten, habe künstlich Dinge Nein gesagt, ich habe künstlich nichts gemacht, habe künstlich mir das Wochenende freigehalten und war dann so immer, also es hat gebrannt und ich war wirklich dann nicht glücklich dabei. Und dann habe ich wieder angefangen, Ideen zu entwickeln, zu arbeiten. Und das ist ja, das Problem ist, dass meine Arbeit keine klassische Arbeit ist. Sondern, es ist bei mir, ich mag das, was ich tue. Ja, ich habe immer den Eindruck, weil es einfach Spaß macht. Ja. Es ist zu viel und auch zu viel, aber es macht ja leider Spaß. Das macht total Spaß. Deswegen sich künstlich so runterbeamen und sagen, jetzt mache ich mal gar nichts, aber eigentlich Spaß dran zu haben. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich kann jetzt die Geister besser erkennen. Also ich weiß eben, wenn ich an den Punkt rankomme und an den arbeite ich mich regelmäßig ran, dass ich dann sagen kann, so, und jetzt ist wieder der Punkt erreicht und jetzt musst du auf die Bremse treten, weil jetzt wird es ungesund. Aber
darauf zu verzichten und nicht diesen extremen Weg zu gehen, das wäre noch sehr viel ungesünder. Also sehr viel ungesünder. Sie haben ja angefangen, was ich übrigens gar nicht wusste, das ist mir jetzt erst irgendwie aufgefallen, habe ich irgendwo gelesen, Sie haben angefangen in London mit Jamie Oliver. Ja, ich habe vorher schon angefangen. Ich habe mal mit Jamie zusammen gearbeitet, einem Italiener. Aber da waren wir beide so kulinarische Flitzpiepen. Also wir, er 24, ich 26. Gibt es da noch Kontakt eigentlich? Ja. Echt? Hm? Wie, der ist ja wirklich, war mal in Australien, da waren die Buchhandlungen voll mit Jamie Oliver. Hm? Hier gibt man in jedem Laden voll mit Tim Meltzer. Hm? Wie ist der Kontakt? Gibt es auch eine Konkurrenz? Von meiner Seite aus nicht. Von seinem Management aus ja. Das ist ein globales Unternehmen. Einfach, das ist schon ganz klar. Da werden auch Grenzen gesetzt. Aber das betrifft nicht unsere Freundschaft. Das sind zwei Berufe und wir versuchen nicht zu viel in dem Feld des anderen rumzuhühnern. Inzwischen gucke ich mir auch wirklich an, was er macht, damit ich nicht zufällig vom Entwicklungsstand her genau das Gleiche mache. Weil wir sind schon sehr ähnlich. Also es wird immer gesagt, ich sei eine Kopie, kann ich nicht behaupten von mir, sondern ich habe ein ähnliches Entwicklungstempo. Das heißt, wir haben beide beim Italiener gearbeitet, wir sind beide von Gennaro geprägt, wir mögen beide Schlagzeug spielen, wir mögen beide große Elvis-Fans, wir sind beide so von unserer Art, wir lispeln beide, wir sind beide Familienmenschen, wir mögen Menschen, also das ist so, und ja, wir brennen sind, und wir sind haptisch. Vom Typ her sind auch beide so Kerle zu anfassen. Ja, ich war ja eine längere Zeit in London und dann ist mir aufgefallen, da hat sich ja ein Imperium da auch. Ja, ja. An jeder zweiten Straße ein riesiger Jamie Oliver-Laden mit Dingen, die man sich gar nicht vorstellen kann, wo du oben essen kannst und richtig gut essen, wo du unten Sachen einkaufen kannst. Und ich habe mich gefragt, warum macht Tim Meltzer das eigentlich nicht in Hamburg oder in Deutschland? Das liegt doch so nah, wenn man sich Weil wir viel drüber nachdenken, sowas zu machen oder nachgedacht haben, aber ich bin Wirt und ich muss irgendwie das noch spüren, was ich selber mache. Also ich merke, dass meine Leistung in Bereichen, wo ich keinen unmittelbaren Kontakt zu habe, schlechter ist als die Bereiche, wo ich wirklich irgendwo noch mit Hallo sagen darf. Ich habe ein Restaurant, die Bollerei, da bin ich wirklich jeden Abend. Also man glaubt es nicht und die Leute sagen, was machst du denn hier? Und ich sage, naja, ich arbeite hier. Das ist mein Beruf. Okay. Wie viele Restaurants hast du eigentlich mittlerweile? Vier oder so. Musst du gerade nachdenken. Ja, vier oder so. Aber jedes Einzelne erzählt eine andere Geschichte. Ich betrachte mich ja, das ist ja mein Geschenk, ich bewundere das, was Menschen auf der Bühne machen. Das, was ihr mit Musik macht, mit Schauspielerei, mit Erzählkunst, mit Darstellung. Das mache ich mit Essen und Trinken. Ich schaffe es ja auch praktisch. Ja, aber Entschuldigung, da muss ich unterbrechen, weil gerade die Köche sind in unserer Zeit, was Fernsehen angeht, die neuen Popstars. Das ist doch so. Sind unglaublich prominent, ja, werden auch richtig gehypt. Ja. Autogramme haben sie doch auch. Ja, alles, ne? Ja. Das volle Programm. Ja, aber wir sind ja, Wie schützen Sie Ihre Privatsphäre? Ist eine schwierige Frage in so einer öffentlichen Runde. Ne? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich bin schon bissig, was mein Privatleben angeht. Das möchte ich nicht. Also es gibt immer wieder so Momente, wo man mir sagt, das musst du aushalten, weil du verdienst ja dein Geld damit. Und dann sage ich immer, das stimmt nicht. Ich verdiene mein Geld damit, dass ich ein darstellender Akteur mit Kulinarik in der Öffentlichkeit bin. Damit verdiene ich mein Geld, aber nicht, dass ich die Farbe meiner Unterhose präsent zeige oder darstelle. Also ja, aber Sie sind halt so von der Atmosphäre, sind Sie so ein Typ zum Anpacken. Ja. Ich stelle mir auch wirklich vor, wenn Tim Meltzer jetzt in den Bahnhof geht, dann packt der ein oder andere an. Also es ist so, der Kölner, also das ist ganz lustig, über ganz Deutschland ist so das Fantum sehr unterschiedlich. In Hamburg ist eine Stadt, die guckt einen an, die sagt, das ist er, interessiert uns aber nicht weiter. Also die lassen einen schon viel in Ruhe. Ja, ne? Ich find auch, so, der Kölner ist so der Rippengreifer. Das ist so ein ganz... Das ist der Rippenpfeifer. Das ist eine ganz miese Technik, muss man einfach sagen. Gerade in Hochsommertagen. Der nimmt dich in den Arm, nimmt die Fingerkuppen und drückt sie unter den Rippenbogen, ohne Gewalt. Aber wenn du dich dann rausdrehen möchtest aus diesem Griff, dann drückst du halt genau in das Werkfell rein und das wird schmerzhaft. Also gibt viele solcher Fanfotos von mir aus Köln, wo es denn so ganz leicht ist. Dann gibt es auch wieder die ganz anderen, aber... generell ist es ein zweischneidiges Schwert. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Es wird momentan viel diskutiert über Facebook, über dieser Selfie-Wahn, was die Leute eigentlich nicht interessiert. Wenn ich merke, da ist es jemand, dem bedeutet das wirklich was und der freut sich wirklich nicht, also mich persönlich oder mich für das, was ich tue, darüber, dass er sich darüber freut und dann ein Foto mit mir macht, das spürst du. Und wenn jetzt Leute so kommen und sagen, ja, kann ich ein Foto haben, aber so... Wer bist du eigentlich? Also dann ist es mir auch egal und dann werde ich inzwischen auch hin und wieder mal harscher. Tim Meltzer, er hat 4 oder 5 Restaurants oder so. Hat ein wunderbares, wirklich wunderbares neues Kochbuch. Dankeschön. Und ich freue mich immer, wenn er im Kölner Treff ist. Dankeschön. Danke, alles Gute.
einer der profiliertesten Kriminalbiologen überhaupt, trägt aber auch den Spitznamen Dr. Made, weil man bei ihm schon gelernt hat, so ein bisschen was, was fies ist, findet er besonders schön. Ja? Und deswegen ist meine erste Frage, wie aufregend ist es für Sie eigentlich, eine Mumie zu fühlen? So mittel, also die wir haben großen Respekt vor, also im Team jetzt, ne? Also wie der Tim ja auch immer sagte, wir, also ich, oder ne, du hast es vorhin auch im Buch gesagt, also wir sind natürlich auch mehrere, ich bin nicht alleine und wir respektieren jeden Fall, egal ob der groß, klein, dick, dünn, mumifiziert oder frisch oder sonst was ist, und das kann man sich, glaube ich, häufig oft nicht so richtig vorstellen, aber manchmal kann so eine Aktenseite genauso viel, sagen wir mal, Spannung und Interesse auf sich ziehen, wie jetzt so eine Mumie in einem Mumienkeller, wo auch alle so ein bisschen auf einen runtergucken und wo man sich quasi wie im Indiana-Jones-Film vorkommt. Das, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein Charakterzug, dass man alles spannend finden kann, eben das Kindliche auch, ne, was der Tim gesagt hat. Also wenn ich einen Kieselstein finde ich genauso spannend wie eine Wolke oder wie eine Spermaspur oder eine Blutspur oder so. Also Sie waren gerade oder vor kurzem auch in Palermo, wo es ja diesen berühmten Keller gibt oder dieses Untergrund, wo die ganzen Mumien, da war ich auch mal vor Jahren und ich fand das wirklich interessanterweise auch sehr ästhetisch. Da war mehr oder weniger viel übrig geblieben. Man sah mehr oder weniger auch noch viel Textil. Aber da gibt es ein wunderbares Zitat von Ihnen, was darauf passt. Es war ein schwer beschreibliches Gefühl, als ich zum ersten Mal mit dem Finger über den Zahn eines jahrhundertealten Gebisses im Schädel dieses Menschen strich. Ja, das hat damit zu tun, dass die Zähne früher abgerieben wurden. Also das ist eigentlich eher ein technischer Kommentar. Ich glaube, der wirkt jetzt emotionaler, als er gemeint war. Und zwar, die früher in den Mühlsteinen, die waren nicht so hochwertig wie heute, da hat sich ins Mehl dann Sand abgerieben von den Mühlsteinen. Und dadurch haben die Menschen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben und das erlebt haben natürlich auch noch, durch das Brotessen haben die Zähne sich abgeschliffen. Das heißt, das ist so eine Standardbewegung, die wir machen, wenn wir halt zum Beispiel auch in Köln, da gibt es ja sehr, sehr viele römische Skelette, also auch da, wo ich wohne in der Südstadt, ist ja ein riesiger römischer Friedhof. Da kommt halt ab und zu mal so ein Skelett zutage. Und da, also ich wohne auch in der Südstadt. Ich habe da noch nie ein Skelett gefunden. Ja, die liegen aber nicht tief. Also wenn Sie da mal 2 Meter tief graben oder so, dann könnte es schon sein, dass Sie darauf stoßen, auf Öllämpchen und sowas liegen da wirklich. Also es ist wie in so einem Horrorfilm aus den USA, wo alle auf einem Indianerfriedhof wohnen. Und die Kölner, die im mittelalterlichen Ring wohnen, also quasi nicht im römischen, sondern im zweiten Leben, alle auf einem römischen Friedhof. Und da kann man dann eben auf den Zähnen lang gehen und gucken, ob das ein Römer war, weil die Polizei natürlich fragt, ist er jetzt 7 Tage tot oder 7 Monate? Oder 2000 Jahre. Oder genau, oder, ja, oder mehr als 70 Jahre. Die Grenze ist meistens bei 70 Jahren wahrscheinlich, weil man sich sagt, dann ist es versicherungsrechtlich und so weiter jetzt auch erledigt. So. Das heißt, man kann, Sie spüren ja im Grunde genommen auch den Todesarten auf. Meine Frage ist ja, wenn Sie mit Leichen arbeiten, was Sie ja mit Vergnügen tun, geben Sie dann dem, was da übrig geblieben ist, noch ein menschliches Antlitz? Oder sind das für Sie im Grunde genommen Objekte? Nein, also die Angehörigen sind das Gegenüber. Oder wenn man jetzt eben ganz alte Leichen anguckt, wie in diesen Mumien in Palermo, die sind ja Jahrhunderte alt zum Großteil, dann geht es auch natürlich um die Reaktion der Menschen und um unsere Kultur und um unser Wissen und so. Also eigentlich sind die, wenn das jetzt frische Leichen sind, dann sagen wir halt im Team immer, das sind Spurenträger. Und um die Leiche selber kümmern sich dann die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen und so. Und wir kümmern uns wirklich um die Spuren dran, Fasern, Insekten, Haare, Kot, was auch immer da dran ist. Und so ein Antlitz geben, das wäre zu viel. Also wir reden wirklich tendenziell eher drüber, was kann die Spur über den Ablauf der Tat oder der Verwesung oder der Verbringung. Eigentlich. Ja, in Wirklichkeit schon. Also man könnte das natürlich jetzt mit viel Zuckerperlen bestreuen, aber in Wirklichkeit geht es uns um die Spuren und nicht um die Menschen, die das waren. Aber es geht uns sehr um die Angehörigen. Also das große Anliegen ist tatsächlich, zum Beispiel bei den Mumien rauszukriegen, warum sehen die so aus, wie die in Palermo aussehen? Und das wenden wir dann an auf Wohnungsmumien, die wir halt irgendwo dann in Köln-Kalk oder sowas finden. Also es ist jetzt nicht so Archäologie, sondern es ist schon angewandte. Sie wollten doch bestimmt nicht von Anfang an Comedian werden. Wäre das vielleicht auch eine Berufswahl gewesen, die in Frage gekommen wäre? Wenn ich das jetzt so höre, dann schon doch sehr früh. Aber Köln auf dem Friedhof, das erklärt alles, oder? Meinst du, dass deine Eltern jetzt vielleicht gerade da sitzen und sagen, warum hat der Junge eigentlich nicht Medizin studiert? Weiß ich nicht, hätte ich Medizin studiert? Ich habe ein Doktorerum. Ja, also ich habe im Kölner Institut für Rechtsmedizin promoviert. Das heißt, ich habe zumindest, musste ich für meine Promotion, musste ich einige medizinische Prüfungen ablegen, aber ich darf halt nicht mit Menschen und will auch nicht mit lebenden Menschen arbeiten. Du dürftest jetzt kein niedergelassener Hausarzt werden. Nee, auf gar keinen Fall. Ich kann auch keine Rezepte schreiben, ich kann auch keine Tipps für, was du gerade sagtest, Rücken oder sowas geben. Haut oder sowas geben. Also erst, ich sage zu den Leuten, wenn ihr Knie wehtut, warten Sie, bis es verfault, dann können Sie wiederkommen. Also, danach ganz klar. Sie sind
nicht nur, also muss man wirklich mal sagen, als hochgeachteter Wissenschaftler unterwegs, Sie haben ja mehrere Leidenschaften, unter anderem sind Sie auch der internationale Präsident der Transsilvanischen Gesellschaft von Dracula. Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, glauben Sie nicht nur an das Faktische, was Sie als Wissenschaftler sehen, sondern es gibt auch noch einen anderen Bereich, der nicht so leicht erklärbar ist. Ja, aber das benutzen wir eigentlich gerne nur, um das Interesse zu wecken. Also alles, was übersinnlich, paranormal, spannend, unerklärlich, rätselhaft ist, das ist halt eine schöne Diskussionsgrundlage. Also wenn ich jetzt ankomme und sage so, ja, also ich habe hier ein Buch mit Formeln und ich kann euch alles erklären, dann hat natürlich keiner Bock zuzuhören. Aber wenn man sich die spannenden Fälle anhört, zum Beispiel von den Geisterjägern, da gibt es jetzt wieder viele und Geisterjägerinnen, die dann so Teams bilden und sagen, ja, wir haben Temperaturschwankungen gemessen, dann sage ich halt nicht, ach, hört doch auf mit dem Quatsch, sondern sage ich, ja, erzählt doch mal, was für ein Gerät habt ihr denn benutzt, kann ich mal mitkommen oder so. Oder auch mit den Mumien in Palermo, das war uns auch gar nicht klar am Anfang, dass das gar nicht alles wohl dokumentierte Kellermumien sind, sondern dass das völlig verschiedene Geschichten sind und viele Leute auch glauben, das sei übersinnlich. Ne? Ja, aber es ist natürlich auch wirklich toll, Sie haben beispielsweise auch untersucht ein Phänomen, nämlich diese Therese Neumann, die im vergangenen Jahrhundert geboren wurde, aber sehr lange, bis 1962, ja. Von der man sagte, da gab es ein Seligsprechungsverfahren von der Kirche, ja, weil die angeblich Wunder vollbringen konnte. Diese Frau hat ständig geblutet, und zwar überall. Besonders aus den unverletzten Augen, das war das größte Rätsel, weil man sehr gut sehen konnte, dass die Augen unverletzt waren. Seit 1927 hat die geblutet. Und aber auch, was schon merkwürdig war, das haben wir oft bei solchen religiösen Wundern, das passiert aber zu Zeiten, wo besonders viele Leute zugucken. Das war immer freitags. Also wenn dann, und dann fragt man sich natürlich immer, warum ist jetzt ein übersinnlicher Kalender jetzt an unseren irdischen Kalender, der ja gewollt von uns so ist, das sieht man ja an den Schaltjahren und an vielen anderen Dingen, warum ist das jetzt daran gekoppelt, ein kosmischer, übernatürlicher Kalender? Und es hat wirklich lang gedauert. Ich habe mir erstmal alle Schriften besorgt. Das war eine mörderische Arbeit. Es gab ja Wallfahrten zu dieser Frau. Man dachte, massenhaft. Die Frau ist halt von einem göttlichen Spirit geleitet. Ja, die katholischen Christen glauben ja, dass wenn man zum Beispiel nichts essen und trinken muss, was sie dann auch behauptet hat, obwohl sie immer beleibter wurde, dass das ein Zeichen halt für eine göttliche Gnade oder sowas ist. Und ich meine, wer will die nicht haben, wenn man dran glaubt? Das ist also natürlich was Ernstes dann in dem Moment. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, einfach mal alles wegzulassen. Das ist eine alte Regel von Arthur Conan Doyle, von Sherlock Holmes. Schneide alles weg, was nicht sein kann, aber durch Experimente, nicht durch Denken. Denken ist böse. Ne? Also, und das, was übrig bleibt, muss stimmen, egal wie unwahrscheinlich es ist. Das heißt, uns ist auch egal, ob es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, die Lösung. Das unterscheidet mich jetzt vom Besserwisser. Der weiß ja schon, was logisch und wahrscheinlich ist. Ich aber nicht. Und das haben wir da gemacht. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, die da hinter mir sitzt, komm, wir machen das jetzt mal, wir stellen jetzt mal die Blutabrinnspuren nach. Weil das ist das Einzige, was wir wirklich auf vielen Fotos haben. Der Rest, das ist alles überformt mit Erzählungen und hast du nicht gesehen. Und dann haben wir halt echtes Blut genommen und das über ihre echte Haut laufen lassen und gesehen, dass die... Ja, Moment mal, die ist schon 40 Jahre tot. Und nee, meiner Frau, das so. Echte Gesicht meiner Frau, ja. Und gesehen, dass sie... Das, danke, Ina, dass die Blutspuren gleich breit bleiben, anders als bei Therese Neumann, Therese von Konnersreuth, wo die Spuren nämlich immer spitz zulaufen. Das heißt, sie hat sich den Trick zwar sehr gut ausgedacht, aber wusste nicht... Das ist ja eigentlich logisch, wenn man sich überlegt, okay, es läuft hier oben runter, dann muss es nach unten weniger werden, also wird es spitz. Das ist logisch, aber logisch interessiert uns nicht. Uns interessiert nur experimentell überprüfbar. Und wie bei einer Malernase bleibt das gleich breit und damit war der ganze Rest uninteressant. Okay, ich schließe aber aus der Erzählung, dass Ihre Frau Ihnen geholfen hat, dass Ihre Frau auch Sinn für derartige Untersuchungen hat. Und ich weiß ja, Ihre Frau ist auch aus der Vampirszene, wenn ich das etwas verkürzt sagen darf. Könnten Sie sich in eine Frau verlieben, die nichts mit Vampiren am Hut hat? Boah, da habe ich jetzt gar kein Bedürfnis, das auszuprobieren. Also das weiß ich gar nicht. Ich bin ja so erfüllt von der aktuellen Liebe, da weiß ich nicht. Das hört sich zum Teil fantastisch an, was Sie machen, aber es sind eben wissenschaftliche Untersuchungen, die Sie dann eben belegen. Dazu kommt all die eine Frage noch, haben Sie schon mal im Sarg übernachtet? Ja. Oder ist Ihr Bett ein Sarg? Nein, mein Bett ist kein Sarg, das lehnen also die Lebensgefährtinnen in der Regel ab, obwohl ich das eigentlich ganz reizvoll finde, weil ich nämlich mal in einem geschlafen habe. Das war nämlich ganz cool, war mit meiner Freundin, eine Horror-Spezialistin Claudia Rindler aus der Schweiz, die ihr Geld damit verdient, dass sie vegane Seife herstellt, so rosane Blümchen und so, aber in Wirklichkeit ist sie halt Horrorfilm-Spezialistin und kann auch sehr gute Make-ups machen. Und die hatte früher im Wohnzimmer tatsächlich diesen klassischen Grufti-Sarg als Wohnzimmer und dann habe ich da mal übernachtet und war kein Platz mehr und dann habe ich im Sarg gepennt. Das ist wirklich gemütlich. Der Deckel war aber auf. Der Deckel, ja, also halb auf. Also ich habe da so einen Stab. Also Sie haben für frische Luft gesorgt. Ich habe für ein bisschen frische Luft gesorgt. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, die wiederum belegt, dass Sie ein ganz gefragter Spezialist sind. Sie waren auch gefragt in der Angelegenheit der ermordeten Peggy. Und die Frage, kann das was mit Böhnhardt zu tun haben oder nicht? Wir haben alle davon gelesen, diese DNA-Spuren, ja oder nein.
Wer hat Sie beauftragt, da Stellung zu beziehen? Nee, da war ich eigentlich eher so, wie der Tim das gerade sehr schön formuliert hat, der da nach vorne etwas erklärt. Also da war ich eigentlich so der Erklärer. Nur ich habe, also weil ich das schon sehr lange mache, seit ungefähr 25 Jahren halt, was ich gar nicht wusste, einfach mal erklärt, wo die DNA in Zellen ist, warum die sich zum Beispiel an Gegenständen, die man mehrfach benutzt, weiterhalten kann. Und das war die eine Seite, die spurenkundliche. Und dann kamen auch noch andere Fragen, auf die wäre ich auch gar nicht gekommen. Da wurde ich gefragt, ist das denn so einem Menschen zuzutrauen, der Nazi ist, dass er auch Kinder umbringt? Und da war ich wirklich wie vor den Kopf geschlagen und habe das erste Mal wirklich gemerkt, seit mehr als 25 Jahren, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass natürlich Serientäter auch noch sexuelle Vorlieben haben, dass die Menschen aus dem Weg räumen, die ihnen im Weg stehen, dass die Impulskontrollproblematiken haben und so. Und natürlich sind die NSU-Leute sind natürlich Serientäter, einfach Serienmörder. Und da ist mir aufgefallen, dass dieses Nazi-Label, das macht es eigentlich sogar fast edler und schöner, weil sie dann wenigstens noch irgendeine Gesinnung haben, egal wie scheiße die ist, aber dass die einfach auch Spaß am Töten haben, und zwar von besonders hilflosen Personen, das hat man sich, glaube ich, bis zu dieser Sache gar nicht klar gemacht. So gesehen war ich ehrlich gesagt, da habe ich nämlich auch was auf einmal gelernt, ganz unerwartet, so wie du, wenn du nah mit den Leuten arbeitest. Also wenn ich gesagt hätte, nee, da will ich nichts zu sagen, ist alles geheim und so, dann hätte ich nie diese beiden Sachen nie gelernt. Also dass Menschen kaum was über Erbsubstanz wissen, obwohl die Methode seit 1985 schon vorhanden ist. Und zweitens, dass den Menschen nicht klar ist, was ein Serientäter ausmacht, nämlich dass der sehr wohl auch von der Spur abweicht und einfach ein antisozialer, wenn man das benutzen möchte, das Wort böser Mensch ist, dem Menschenleben halt vollkommen wurscht sind. Das Böse ist das Phänomen, dem Sie ja natürlich vom Beruf wegen hinterherjagen. Ja, ich nenne es nur oft nicht so oder nicht so gerne so, weil ich sehe halt böse Menschen gute Dinge tun und gute Menschen böse Dinge und alles dazwischen. Wir sehen Leute ausrasten, wir sehen Leute einmalige Delikte begehen, die sie garantiert nie mehr begehen würden und trotzdem dafür 20 Jahre in Bau gehen. Also deswegen habe ich mir das abgewöhnt, irgendwelche Kategorien noch zu benutzen. Also ich gucke mir die Leute an, ob sie sich sozial verhalten oder nicht und ob sie auch ehrlich über sich selber was sagen möchten oder nicht. Und mehr gibt es dann eigentlich nicht. Dann hat man wieder die schöne Kölsche, bunte Vielfalt, jeder ist, wer ist. Dr. Marc Benecke, danke, dass du hier bist. Mach du die Anmoderation, ich versuche mal derweil Wasser zu holen. Ach, du liebes Bisschen. Das war unaufmerksam, Entschuldigung. Überhaupt nicht. Sie haben vorhin schon... Hoppla. Geht schon. Wir haben vorhin schon angedeutet, Helmut Lotti, dass es von Ihrem Management so bestimmte Zwänge gab, denen Sie sich gebeugt haben. Ich will nicht sagen unterworfen haben, aber gebeugt. Zwänge würde ich nicht sagen. Das, wie würden Sie es nennen? Ja, das waren so Überlegungen, aber es war dann doch klar, dass es besser war, das zu machen. Weil das besser war für der Image, den ich damals hatte. Und das war der ideale Schwiegersohn. Jetzt bin ich 47, das ist schon ein bisschen alt, um der ideale Schwiegersohn zu sein. Also, ja. War die Tatsache, dass Sie auf der Höhe des Erfolgs sich zurückgezogen haben, war das ein Indiz dafür, dass Sie sich selber finden wollten, dass Sie überlegt haben, was passt denn eigentlich zu mir? Welches Image, wer bin ich? Ja, das war es. Und ich war am Ende von meinem Vertrag. Also ich durfte auch sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt werde ich mal nachdenken, was ich machen will mit meinem Leben und mit meiner Karriere. Ich wollte ganz einfach ein bisschen nachdenken und auch wissen, ob die Sachen, die in meinem Privatleben stattgefunden hatten, dann zu tun hatten mit meinem Erfolg und so. Das ist nicht so. Mein Leben wäre genau so gelaufen, wenn ich jeden Tag zu Hause gewesen war, denke ich. Und diese Gedanken, die ich mich gemacht habe, das erste Jahr so ungefähr, daraus habe ich dann ein Album gemacht. Die habe ich aufgeschrieben. Ich habe ein niederländischsprachiges Album gemacht, was eine Mischung war zwischen Kleinkunst und ziemlich lauter Rock. Und es war auch eine Mischung zwischen hell und ganz dunkel. Das ist nicht das, wofür man Helmut Lotti sozusagen kennt. Voilà. Und ich habe damit durch Vlaanderen getourt. Das ist das niederländischsprachige Teil von Belgien. Ich bin Vlamen. Und ich habe also 30 Konzerte machen können damit in schöne kulturelle Zentren. Und dann war ich schon wieder vorbei. Und dann war ich nach einer Weile ziemlich frustriert, dass ich nur 30 Konzerte machen konnte damit. Und dann dachte ich, ja,
so will ich auch keine Karriere haben. 2 Jahre arbeiten an einem Album und dann 30 Konzerte und Schluss. Und dann habe ich mich ziemlich schnell entschieden, um heimlich wieder... Heimlich trinken geht hier nicht. Entschuldigung. Es ist noch nicht mal Bier. Entschuldigung, Helmut. Ich hätte Sie nicht unterbrochen. Sie machen sich nur gerade ganz klein und ich dachte, das geht auf den Rücken. War ich zu seriös? Nein, okay. Überhaupt nicht. Aber ich finde das interessant, auch dieses sich zurückziehen. Weißt, es ist ja doch so, wenn man auf der Volkslinie schwimmt, ja, wie zum Beispiel auch Atze Schröder, der seit vielen Jahren auf der Comedy, ich will nicht sagen Welle, aber ganz oben mitschwimmt, diesen Mut zu haben, zu sagen, ich ziehe mich jetzt mal zurück eine Zeit, das birgt auch ein Risiko. Ja, aber man muss es ja auch fühlen, wie Tim eben schon sagte, wenn du das selber so fühlst, dass es jetzt vorbei ist und du machst es nur noch, um irgendwelchen anderen Leuten oder deinen Erwartungen zu entsprechen, dann ist es schlecht. Aber so wenn du das so nicht gefühlt ich hast... Ich habe immer Spaß gehabt auf der Bühne. Aber das und du wolltest was verändern. Ja, wenn das... Wissen Sie, ein Schauspieler spielt eine Rolle. Ein Sänger spielt einigermaßen eine Rolle. Aber nein, wenn ich auf der Straße komme, dann jeder. Bin ich für die Menschen... Nicht eine Privatperson, ich bin Helmut Lotti. Also soll ich meinem Image, soll dann doch genug mit mir zu tun haben und kann doch nicht was ganz Unterschiedliches sein. Oder ich muss wie Kiss auf der Bühne mit Maske und so, dann geht das. Ja, aber wir kennen alle Helmut Lotti und wir haben bestimmte Bilder im Kopf von ihm und wir haben einen kleinen Einspieler, da ist der Helmut Lotti von heute und der von gestern. Und die haben doch eine Menge miteinander gemeinsam. So sehr habe ich mich nicht geändert. Nur das Äußere, aber meine Musik ist eigentlich, und die Stimme hat sich nicht geändert. Ich hätte Sie aber gerne in einer ganz anderen Rolle gesehen, aber dafür haben wir kein Foto gefunden. Es ist noch gar nicht so lange her und da haben Sie fürs belgische Fernsehen ein Experiment gemacht und sind dieser Helmut Lotti, den wir kennen, ob mit oder ohne Haare, ja, früher oder jetzt, Sie sind 24 Stunden als Obdachloser. 48. Durch 48 Stunden, Entschuldigung. Ja. Also 2 Tage als Obdachloser durch Brüssel gezogen. Ganz und haben sich in diese Rolle, da auch eine Rolle, die es ja war, um auch da Erfahrungen zu sammeln. Ja. Können Sie ein Fazit ziehen, was die Erfahrung war? Es war ganz schlimm eigentlich. Ich wurde beleidigt. Es gab einen Mann, es schaute aus, ja, er war in Anzug und so, hatte eine ganz schicke Frau neben ihm und sagte zu seiner Frau, da, der Mülleimer ist voll, wenn er mich gesehen hat. So war das. Leute sind rund mir gelaufen. Leute haben getan, als ob ich da nicht war. Sehr, sehr, sehr schlimm. Wir leben mit ganz vielen Leuten durcheinander, aber ganz viel zu wenig zusammen. Und ich gehe jetzt auch nie mehr nach Brüssel ohne Kleingeld, um das an Obdachlose zu geben. Der Grund, dass ich das gemacht habe, das war, dass wir an der Stelle es war eine Politikerin aus Belgien, ich und noch ein Kinderpsychiater. Und wir wollten eine Stiftung gründen gegen Kinderarmut. Haben wir auch gemacht. Und ich habe das gemacht, um dann eigentlich diese ganze Problematik ein bisschen zum Publikum zu bringen. Man hat ja also heutzutage... Ganz kurz, bitte, Tim. Ganz kurz, weil ich mache auch viel mit ich interessiere mich wahnsinnig für diese obdachlosen Geschichte und aus Gesprächen mit vielen einzelnen Personen. Es geht gar nicht so um den Groschen oder um den Cent, den man hinwirft, sondern es ist wirklich diese, wir haben eine unsichtbare Kaste. Ich glaube, das ist noch schlimmer als eine Beleidigung, ist dieses ständig an den Menschen vorbeigucken. Man sich selber hinterfragen, wann hat man das letzte Mal einem Obdachlosen wirklich in die Augen geguckt und war freundlich. Also nicht irgendwie mit einer Motivation, sondern wirklich nur... Also das mache ich. Ich gebe nicht immer was. Ich gebe manchmal was, wenn ich motiviert mich fühle oder irgendwas ist denn. Aber ich sage immer guten Tag. Es fällt ja auf, dass in letzter Zeit die Zahl der Obdachlosen nimmt zu in den großen Städten. Sie leben in Berlin. Ich lebe in Berlin, ja, klar. Und ich habe keinen Führerschein, nie Führerschein gehabt, also kein Auto. Das bedeutet, ich lebe natürlich auch mit Leuten auf der Straße, U-Bahn, Bus und alles. Und natürlich, der Zahl der Obdachlosen ist größer geworden. Vor allem aber
es gibt auch Möglichkeiten, sich aufmerksam zu machen, indem man eine Zeitung verkauft. Wenn man eine Zeitung verkauft, also die obdachlose Zeitungen, das bedeutet, man schwört erstmal nicht mehr zu trinken und zu arbeiten von der Stunde an der Stunde, die U-Bahn, wo auch immer die auch sind. Und das ist eine Art Dignität, also ein bisschen... aber Berlin Hauptbahnhof, ja. Die Zeitungsverkäufer, da kommen 80 Nein, das sind, es gibt auch die Mission da in Berlin. Und ich gebe immer mal eine Mission. Ich trinke ab und zu einen Kaffee mit denen, auch in der Mission am Bahnhof Zoo. Und die haben mir gut, die modernisieren jetzt den Bahnhof Zoo. Also es wird auch Duschen geben und überhaupt. Das löst nicht das Problem. Wir sind eine Gesellschaft in zwei Spuren. Es gibt die sehr Reichen und es gibt die sehr Armen. Und, also das, die Unterschiede sind enorm. Zwischen die Arrivierten, ich kenne ja sehr viele Leute, ich bin in diese öffentliche, rechtliche ziemlich neu, also ich bin ziemlich frisch und jung mit euch da, aber ich bin auf die Bretter des Lebens, also schon lange her, und ich genieße das Leben, also ich bin auch nicht im Stress mit der Arbeit und so und Selbstmord und was. Nein, ich lebe und liebe mein Leben, ich habe auch Patenkinder, jede Weihnachten zum Beispiel, ich bin noch nicht dran, bin ich dran, dann erzähle ich mein Weihnachten. Mein Weihnachten ist wunderbar, ich habe zwei Patenkinder, die sind auch die Söhne von Margarete Broch und Martin Wuttke zum Beispiel, ich bin die Patentante und seit 25 Jahren, Heiligabend, seit 25 Jahren feiern wir zusammen. Am Anfang waren die noch arm, wir alle. Also wir hatten einen ganz kleinen Weihnachtsbaum, ganz wenig geschmückt. Jetzt sind die alle öffentliche, rechtliche Kommissare, also und Theater und Film und überhaupt. Also der Baum ist bis zum Dachboden fast. Aber es ist eine wunderbare Tradition und wir essen eine fantastische Fischsuppe von Heike. Und das ist die schönste, beste Fischsuppe des Jahres überhaupt. Und wir warten den Heiligabend dafür. Jetzt möchte ich wissen, wie Helmut Lott die Weihnachten feiert, auch wenn wir erst Anfang November haben. Ja. Ganz einfach zu Hause mit zu viel Truthahn, einen zu kitschigen Weihnachtsbaum mit zu viel Kugel und zu viel Lametta, zu viel Geschenken unter den Baum. Alles zu viel und das ist perfekt. Ja. Helmut Lott, alles Gute für Sie. Vielen Dank. Marlene Milovic, Sie haben eigentlich immer Glück mit Ihren Fernsehpartnern. Das Traumpaar mit Walter Sittler, vollkommen klar, mit dem Sie vor nicht allzu langer Zeit noch hier waren. Mit Hinnerk Schönemann in Marie Brandt auch. Sie haben mal gesagt, mit dem könnte ich bis zur Rente. Ja. Was? Haben wir auch vor, sagen wir mal so. Und ich finde, eine Kommissarin am Rollator, das kann man doch mal versuchen. Ja, selbstverständlich. Also in 20, 30 Jahren wird das passieren und warum denn nicht? Wieso haben Sie immer das Glück, solche Partner zu finden? Glück? Und ich? Vielleicht bin ich auch nicht, bin ja nett so mit den Leuten. Und nein, Schwan, also ich habe einfach auch Schwein gehabt. Das war für Hinnerk und mich auch wirklich wie damals auf Gibraltar Walter und mich einfach so mal zusammengemischt und gucken, ob es geht. Und es geht. Würdest du dir jemanden wünschen dann? Nein, da halte ich mich auch raus. Nee, da halte ich mich völlig raus. Die kommen vom Sender und sagen, das ist übrigens dann. Ja, es gab wohl ein Casting für diese Geschichte. Da waren einige junge, schicke Männer dabei. Aber ich habe da nicht reingequatscht, wer es werden soll. Und dann wurde es der Hinnerk. Und am Anfang mussten wir uns erst ein bisschen miteinander eingrufen und so. Aber dann war es. Toll. Ja, wir sind jetzt wirklich befreundet auch. Und bin ja Paten. Tante. Auch wieder. Ja, eben, voilà, die Patentanten. Also war ja früher war es ja noch im sehr leichten Bereich, im Comedy-Bereich, was super erfolgreich war. Dann ist dieser Krimi, Marie Brandt, gleichnamig. Und dann kam plötzlich ein Drehbuch, eine Rolle, wo Sie eine sozusagen dem Tod geweihte, um es etwas dramatisch auszudrücken, spielen. Haben Sie erst mal überlegt, huiuiuiui, das ist mir aber doch eine Fallhöhe. Nein, gar nicht. Sowas reizt mich wahnsinnig. Also zu sehen, was macht so eine Diagnose mit einem Menschen. Und wie das ganze Buch aufgebaut war, hat sich so einigermaßen an diesen Sterbephasen mit erst dieses Ablehnen, dass es da ist und dann dieser Wut und dann versuchen zu handeln mit Gott, ob man nicht doch noch irgendwie was rausholt und am Schluss dann die Akzeptanz, vorher die Depression. So ist das Buch auch einigermaßen aufgebaut, natürlich nicht alle Phasen ausgewalzt. Glauben Sie, im wahren Leben läuft es auch so? Nein, also Kübler-Ross wird ja auch kritisiert deswegen. Es gibt da auch Vermischungen und man kann nicht wirklich hingehen und sagen, das sind diese die amerikanische Sterbe. Ich sag mal Expertin jetzt. Ja, Expertin. So, sie hat da nicht wirklich fundiert gearbeitet. Das habe ich jetzt noch alles gelesen, aber eh wurscht. Das heißt, und, Sie haben sich auf diese Rolle tatsächlich auch so vorbereitet? Oh, ja, ich habe viel gelesen und dann bin ich doch sehr erstaunt gewesen, wie viele Leute auf YouTube sich beim Sterben begleiten lassen. Man konnte doch einiges sehen an Menschen, die nichts dagegen haben, wenn die Kameras bei einer Erkrankung dabei sind. Und auch wenn man weiß, da geht hinten nichts gut raus, wie bei dieser Erkrankung, die ich da habe. Also Frau Glaser, Bauchspeicheldrüsenkrebs, das ist kein Weg zurück, bis jetzt nicht.
Und da war ich doch sehr erstaunt, was man alles sehen kann. Es bei gibt YouTube. Menschen, die lassen sich bis zum Schluss begleiten. Ja, ja. Und ganz Gott besonders war, ja, war eine, da, ja, weiß ich nicht, also da bin ich zwiegespalten, aber eine Dame, da hast du es aber gut gesehen. Wir haben den Tod so weggedrückt. Ja, ja. Das ist so, ich beobachte, ich habe eine ganz neutrale Haltung zum Tod. Hätte mich bei dir auch noch interessiert, ob du nahestehende Menschen anfassen kannst als solches. Weil das ist, glaube ich, immer noch die Nummer. Weil ich denke, wenn wir ein normales Verhältnis zum Tod haben, und normal bedeutet, es wird uns früher oder später treffen, und wenn wir auch ein bisschen den Umgang damit lernen, das eben anständig zu begleiten, dann ist es ja nicht immer, Tim, so eine... Sie sind jemand, der ganz klar sagt, beim Privatleben, hier ist aber eine ganz dolle Grenze, ja, da geht gar nichts raus. Es geht um den Tod. Ja, und dann sagen Sie, ja, ist doch super, sich auch für YouTube begleiten zu lassen. Ich glaube, jeder Mensch ist anders. Gerade Ihr Kölner sagt immer, jeder Gag ist anders. Dem einen hilft es einfach, das zu tun und das mit der Öffentlichkeit zusammen zu erleben, und dem gibt es Kraft. Und der andere würde sich totschämen, wenn er es macht. Und deswegen soll jeder... Nein, das ist ja auch sehr privat. Zu sterben ist nun wirklich das Privateste, was dir passieren kann. Es gibt Menschen, ich würde es hassen, wenn mich einer mit einer Kamera beobachtet. Ich bin bei Geburten schon, wenn dann alles dabei ist. Das bin ich schon zurückhaltend. Ja, ja. Das müsste auch nicht sein. Mhm. Aber dieser Weg, den letzten Weg, den man geht, da muss mir keiner bei zugucken. Es gibt jedenfalls, Frauen, ich habe davon profitiert. Die stehen in der Öffentlichkeit und erzählen nie, dass sie Brustkrebs haben. Und es gibt die Frauen, die jede Chemo teilen mit der Öffentlichkeit. Und denen gibt es dann einfach was und bringt das was. Ich glaube, deswegen kann man beides akzeptieren. Soll sein. Also ich habe davon profitiert, dass eben diese eine ganz bestimmte Dame sich hatte begleiten lassen, die auch die Phasen wirklich perfekt, ich habe nichts und wir schaffen das schon. Und du hast richtig stufenweise gesehen, es hält nicht, es geht nicht. Und dann wurde sie schwächer und schwächer und lag nachher im Bett. Für mich war es toll, das sehen zu dürfen. Es käme für mich nicht in Frage nochmal. Aber das war so eine Vorbereitung, die war wichtig. Sonst kannst du es nicht machen. Du kannst ja nicht immer nur in die Fantasiekiste greifen. Wie stellt sich denn Frau Medowitsch vor, wie es ist, wenn man stirbt? Das geht nicht. Ist auch ein bisschen schwierig. Aber in dem Film, das ist ja ganz lustig, kommt es dazu, dass ein komischer Aspekt des Ganzen, die sagt nämlich, diese Frau sagt, ich muss jetzt mal, bevor ich abtrete, muss ich wieder Kontakt zu meiner Tochter aufnehmen, die ich jetzt Jahre nicht gesehen habe, und steht dann da vor der Tür, deswegen auch der Titel Mama geht nicht mehr. Ja. Weil sie sagt, das kann ich alles nicht alleine machen, da musst du mir jetzt mal bei helfen, liebe Tochter, nach einigen Jahren. Ja, ich fand es ein bisschen anmaßend von dieser Figur. Als ich das Buch das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, was ist denn das jetzt für eine Trolla? Die kann doch nicht nach Jahren, hat die Kinder, das Kindchen ins Internat gegeben, die Tochter, damit sie Ärztin werden kann, kommt dann plötzlich da an und sagt, jetzt pfleg mich mal. Ich dachte, wie ist die denn drauf? Dann habe ich es aber verstanden. Sie kann in Frieden gehen und die Tochter hat wirklich am Schluss Frieden gefunden mit der Mutter, weil ich finde, weiterzuleben, wenn jemand weg ist und du kannst keine Fragen mehr stellen und kannst dich nicht mehr auseinandersetzen, ist so ein Abschied viel gemeiner und nachhaltiger, als wenn du sagst, ich habe die Dinge besprochen und ich kann loslassen. Das habe ich dann wirklich auch verstanden. Das ist ein ernster Film, der aber auch seine komischen Seiten hat. Wir haben es versucht. Wir gucken mal rein. Hey. Marile Milovic, Mina Tandor, Ingo Naujoks. Das Thema dieses Films ist natürlich auch Versöhnung. Bitte? Versöhnung ist das eigentliche Thema auch in diesem Film. Zum Schluss, geht das oder geht das nicht? Ja. Oder natürlich auch Lebenszufriedenheit. Sie machen immer den Eindruck auf mich, Marile, als seien Sie jemand, der mit seinem Leben gut klarkommt. Ja, ich habe das Glück, dass das so ist, eigentlich. Der Vorteil am Älterwerden ist auch, dass man Dinge einfach gehen lässt. Also ich muss keine mehr was beweisen. Ich weiß, wo meine eigenen Grenzen sind. Ich weiß, wovon ich die Finger lassen sollte. Und so ein Drehbuch ist ein Reiz. Und da weiß ich dann auch, das kann ich schaffen, wenn ich mich bemühe und mich vorbereite. Aber ich muss nicht mehr durch die Welt laufen. Schaut, lasst mich den Löwen auch noch spielen. Ich brauche es nicht. Und das ist ganz schön. Das ist das Schöne am Älterwerden. Ja, aber dahin zu kommen, ist ja nicht so ganz einfach. Hä? Ja. Ich kann das nur unterstreichen. Dass schon, oder? Ich muss nicht mehr, jetzt mache ich nur noch, was ich will. Und recht das so. Macht dann auch alles Spaß. Ja. 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 Dahin zu kommen, hat auch Spaß gemacht eigentlich. Ja. Ja, also ich will mich nicht beschweren. Also wo ist dein Problem, Bettina? Was musst du? Soll ich eine von einem Einbruch? Wollen wir drüber reden? Ja, aber ich denke mal daran, ja. Da waren es 5 Bauerntöchter und da war es der Milovic-Clan natürlich. Ja. Sie sind ja auch mal ausgeschert. Ja? Sie wollten eben nicht gleich in diesen Beruf, sondern haben Tiermedizin studiert. Ja. War das auch sozusagen so ein kleiner Umweg, so eine Biegung? Naja, klar, das war der Versuch zu gucken, was kann ich alleine? Ja. Weil heißt ja immer, der Papa macht das alles und so, gerade in der Schauspielerei. Ich habe gesagt, nein, ich habe alles alleine gemacht. Also vorher mein Tiermedizin und später dann auch ohne Willis Hilfe meinen Weg gegangen. Und das war mir einfach auch wichtig, da mal rauszukommen. Aber das ist ja auch interessant, ein Studium durchzuziehen, die Doktorarbeit zu schreiben über den Bandscheibenvorfall beim Dackel. Was ich finde das hochinteressant und brisant, ja, dieses Thema. In Ihrem Fall, ja klar. Ja, und dann hat man das, Frau Dr. Milovic, und dann sagt man so, das war's jetzt. Ja, und dann habe ich Klinken geputzt, wie man salopp sagt. Dann habe ich überall vor
vorgestellt bei den Filmproduktionen und bei den Sendern. Guten Tag, mein Name ist Milovic, ich würde gerne mal mitspielen. Und hatte ein Riesenglück, die Rollen wurden immer größer. So. War denn der Name ein Hindernis oder war es okay? Ich habe ja nicht alles mitgekriegt, ne? Was die Agenten dann so sagten, warum ich eine Rolle nicht bekommen habe. Ich weiß wohl, dass es immer hieß, ach Milovic, na, ja, das kriegt dann so ein Geschmäckle, Volkstheater. Darf ich mal nachfragen, du hast eben Willi gesagt und nicht Papa. Ja, ich sage immer Willi, das hat sich so, ist halt so. Und wenn, würde ich es italienisch sagen, Babbo, aber irgendwie flutscht mir der Willi jetzt besser aus. Und ja, so war es eben. Sie waren ja die Jüngste, war das eigentlich ein Glück? Ja, ich glaube, ja, weil ich bin in Ruhe groß geworden. Es hatte keiner mehr Zeit, mich zu kümmern, was ganz praktisch war. Also ganze Erziehungsmaßnahmen hatten Katharina und Peter aushalten müssen. Und mich haben sie auch lass laufen. Einfach, basta. Tim, hatten Sie eigentlich Geschwister? Ich hatte noch, ja. Wie viele? Eine Schwester, ein bisschen älter. Also auch der Jüngste. Man hat sie auch so laufen lassen. Nee, ich war einfach wahnsinnig schlau. Also meine Mutter war alleinerziehend und wir waren eine große Schwester, kleiner Bruder. Und kleiner Bruder war echt eine Drecksau. Also muss man einfach sagen, ich habe das Taschengeld, meine Schwester musste auf mich aufpassen, ich habe das Taschengeld von ihr erpresst unter der Androhung, dass ich weglaufe, wenn sie es mir nicht gibt. Ich habe so getan, als ob ich ganz klein bin, die Hände nicht hochkriege, um bestimmte Arbeiten im Haushalt mitzuhelfen. Also wir mussten immer ein bisschen mitmachen. Also ich war schon clever, sagen wir es so. Da war klar, der wird es weit bringen. Wir haben auch echt lange gebraucht, bis das... bis wir uns da wieder annähern konnten, bis diese Wunden wirklich verheilt sind. Das aufgearbeitet ja, war. Aber inzwischen sind wir sehr dicke wieder und sehr fein. Obwohl wir grundsätzlich total verschieden sind. Also gänzlich anders. Geschwister, ich kann nur wiederholen, ich bin Einzelkind. Marile Milovic, am 10. November wird dieser Film gezeigt. Mit unter anderem Ingo Neujoks und Mina Tanda und natürlich mit Ihnen in der Hauptrolle. Alles Liebe. Vielen Dank. Danke. Wenn er mal hier durch den Wahnsinn. Ältere Schwester ist wieder. Sazide Paris, das ist ein Leben auf den großen Bühnen, in den verschiedenen Städten, ob das in Paris war, ob das in Berlin war. Eine Phase auf Mykonos, der griechischen Insel. Ja. Also jetzt kommt, nach dem Frankfurter Tatort, kommt jetzt die Lindenstraße. Ja, genau. Ab dem kommenden Wochenende. Genau. Sind Sie überhaupt Lindenstraßen-Guckerin? Ich war Guckerin von vor 20 Jahren oder sowas, ja klar. Der erste Kuss zwischen zwei Männern habe ich in der Lindenstraße gesehen. Außer im Leben, ne? Wollte ich gerade sagen. Also im Fernsehen. Dürfte Ihnen auch schon vorher schon mal im Fernsehen, ja, ich mir schon. Ne? Das eine oder andere Mal. Ja, aber im Fernsehen. Da habe ich geguckt, ja klar. Wo Sie ja sagen, der Kuss zwischen zwei Männern, die Lindenstraße stand immer dafür, auch so verschiedene Themen aufzunehmen. Menschen mit Handicap spielten eine große Rolle. AIDS spielte eine große Rolle. Homosexualität, der Kuss der Männer. Und jetzt kommt die erste Transfrau in die Lindenstraße. Glauben Sie daran, dass Fernsehen im fiktiven Bereich Toleranz fördern kann, aufklärend wirken kann? Auch, aber nicht nur oder das Gegenteil beweisen, weiß ich nicht. Fernsehen kann auch ein kulturelles Werkzeug sein, sollte auch. Aber es ist geworden natürlich ein Unterhaltungswerkzeug. Und jetzt verkuppelt mit Facebook und all dem, weiß man nicht, was kommen wird. Aber es ist nicht so, dass die Leute toleranter geworden sind jetzt mit der Homosexualität oder Transsexualität und so. Es gibt mehrere Fassung, es zu beschreiben jetzt, Transgender, Transdi, Transda, Queen, was weiß ich. Damals war nur Travestie, schlussfertig, und das hat man schon ein Genre damit gehabt. Nun, jetzt kommen wir mit Fernsehen in jede Stube, und ich weiß nicht, wie die Reaktion ist. Ich bin keine Stubegängerin, also ich bin mehr so Livegängerin, U-Bahn, Bus, Straße, Theater, Bühne. Ich weiß nicht, was wird. Aber Sie sind nicht nur die Transfrau, die da eine Rolle jetzt spielt, einfach sozusagen da ist, sondern Sie haben auch sofort eine Aufgabe, nämlich eine Aufgabe, einen Menschen zu begleiten bei seinem Weg. In der Rolle, natürlich. Mhm. Ich spiele eine transsexuelle Frau, die in Facebook, also nee, die im Internet irgendwie ein Homepage hat, und sie ist ein Coach. Das bedeutet, wenn ein Mann ein Problem hat mit seiner Möhre oder was auch immer, er will sie nicht mehr haben, er will lieber einen Kopfsalat haben. Also ich bin dafür da, und wenn Sex Veganer sein sollte... Kopfsalat ist jetzt schön. Ja, das ist nicht schlecht, gefällt mir gerade. Von Fleischsalat bis Kopfsalat. Ja. Voilà. Auf jeden Fall, veganer Sex ist jetzt sehr modern, sehr toll. Nicht meine, aber egal. Und ich kann also begleiten und schauen wir mal, wie es wird. Ich mache es nicht. Es gibt Autoren, die schreiben, ich wurde engagiert. Aber wir können es jetzt schon mal sehen. Das ist die Uraufführung. Meine Güte, ich kenne sie nicht. So. Da, das ist aber in der Lindenstraße. Meine Güte. Ich staune.
Was heißt mein Gott? Nee, wunderbar. Ich meine, der Martin Walde, der Schauspieler, ist fantastisch, sieht sehr gut aus, ein wunderbar talentierter Schauspieler. Wir haben viel Spaß auch miteinander beim Spielen. Und das ist schon sehr wichtig. Ja, da, man kann das besser machen. Es geht um... Oh Gott. Ja, okay, ist ja gut. Es geht natürlich um Toleranz. Ja, auch, ja, genau. Ja, Toleranz. Ja. Unabdingbar, ja. Im Leben. Und Spaß. Sie sind geboren als Solange in Paris, dann waren Sie Serge de Paris. Ja, ich bin als Serge geboren, weil Serge kommt von Sergei. Serge ist ein männlicher Vorname, Solange ist eine Frau, die bedeutet Solo Angelo, also einsamer Engel. Und das hat mir meine Mutter noch gegeben, also meine zweite Existenz. Meine Mutter. Und dann kam aber Sassi de Paris. Und dann kam Sassi de Paris. Dazwischen war ich Gina Frenesi. Und, also ich spare euch die ganzen Namen, die ich hatte, auf die Kabarettbühne der Welt. Wäre ja. Ihr Leben so frei verlaufen, wenn Sie sich nicht für den Künstlerberuf entschieden hätten? Ich sehe nicht die Möglichkeit, ich hätte nicht Künstlerin zu werden. Keine Ahnung. Nee, ich wollte das sein. Was ich habe, also ich war... Erstmal Balletttänzerin. Also ich habe Ballett gelernt in der Pariser Oper. Dann war ich bei Maurice Béjart in Brüssel, auch als Balletttänzer. Weltberühmt. Genau und so. Und ja, also ich war immer Künstlerin. Künstler, Künstlerin ist ja egal. Erstmal Tänzerin und dann später Schauspielerin und Sängerin. Und das bin ich immer noch. Ob Leute zu mir kommen, also ich bin abhängig, ich bin Interpret. Und wie jeder Interpret, wir sind abhängig von Regisseuren oder Musiker oder Engagements. Wir haben mit tollen Leuten gearbeitet, ja. Mit Zadek haben Sie gearbeitet, mit Jérôme de Savary, ja. Auf verschiedenen Bühnen. In verschiedenen mit Werner Schröter, mit ja, vielen, ja klar. In vielen Ländern, ja. Mit vielen Persönlichkeiten. Mhm. Aber das ist ja das Erstaunliche, jetzt machen Sie den Frankfurter Tatort mit und plötzlich kommt so eine Explosion an Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit. Ja, unglaublich, gerade wenn ich das sehe, also der Lindenstraße hätte mich nicht engagiert, wenn ich das gesehen hätte. Aber ich hoffe, dass das weitergeht und dass wir... Das entwickeln werden. Nee, Tatort ja. Ist ganz toll. Tatort ist wunderbar. Also das, da haben wir ganz tolle Autoren natürlich in der Hessischen Rundfunk. Und die Figur ist eine fantastische Figur, die Fanny. Und es wird sich entwickeln und es wird echt schön. Wir haben eben gesagt, dass Ihre Mutter Ihnen den Namen gegeben hat, Solange. Ja, genau. Dem kleinen der Vorname, ja. Sergei sozusagen, der von ja. Serge. Sergei. Mhm. Ihre Eltern sind mit Ihnen auch nach Jerusalem, als Sie Kind waren. Sie sind ja, genau. Jüdische Eltern, sind nach ja. Jerusalem. Ja. Wie haben Ihre Eltern auf Ihre persönliche Entwicklung reagiert? Na, ich habe sie über die Hand genommen. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass die Eltern, ich habe eine Schwester schon, ne? Die etwas älter ist als ich. Und so für meine Eltern, der Sohn, der plötzlich auch ein Mädchen sein will, das war nicht einfach. Also ich liebe meine Eltern und sie liebten mich als Kind. Und dann habe ich deren Kopf so gewaschen, dass ich sagte, ich bin eure Kind, wenn ihr nicht sagen könnt, Tochter oder verstehe ich. Der Sohn ist schon nicht mehr, dann sagt Kind, mein Kind. Mein Kind ist total und das bleibt. Weil natürlich, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo in Paris zum Essen gegangen, mein Vater Macho, Alpha-Tier, wenn wir im Restaurant saßen und ich war damals also irgendwie so Punk, Platinblond, Titten draußen, also sehr skandalös. Und mein Vater bestellte natürlich also für meine Mutter, sagte also für meine Frau das, also für meine Farm, das und das, für seine Tochter, meine Schwester, das und das und für meinen Sohn, das und das. Und die Kellner haben geguckt, wo ist der Sohn? Ja, natürlich. Ich sag, Papa. Eieiei. Ja, aber Entschuldigung, sagen Sie, wie viel Selbstbewusstsein oder Kraft oder Mut müssen Sie gehabt haben, Ihre Eltern sozusagen da mitzunehmen, denen das auch in Anführungszeichen ja. zuzumuten? Ja, ich habe Coach gelernt bei meinen Eltern und meiner Schwester. Mhm. Meine Schwester, also ich habe damals in der 70er Jahre einen Laden in Berlin aufgemacht, der Roxy. Roxy war in der Hauptstraße und da kam David Bowie, Iggy Pop, die ganzen Leute waren runter. Ich war die Königin der Nacht dann in Berlin. In der 70er Jahre. Und dann hatte ich die Schnauze voll von Berlin und ich wollte auf einer Insel leben. Einfach eine Insel ohne nichts, ohne Kultur, ohne Bus. Ohne so. Ich fuhr nach Mykonos und da habe ich einen Laden aufgemacht, natürlich mit One Woman Travestie Show by Night. Und das war ein Riesenerfolg. Also ich hatte sehr viel Glück. Warum erzähle ich jetzt über Mykonos? Sie haben mich gefragt über Griechenland, was da passiert ja, ist. Es geht eigentlich nein, um so dann habe ich also zwei Jahre lang, als ich anfing, meine Hormonbehandlung zu machen, weil natürlich, das kommt nicht von allein. Ich kann beten jede Nacht, dass ich eine schöne Brust bekomme. Das kommt nicht so. Tut mir leid für die Gläubige, aber so nicht. Dr. Mark Benecke, ja. Nee, das kommt der Biologe. Also man muss was unternehmen. Und damals in Berlin gab es so eine wahnsinnige, berühmte, wie nennt man das, Chemielabor, nee, Chemiekonzern, der hieß Schering.
Und bei Schering gab es naturelle Hormone, also keine künstliche oder so. Das, jetzt macht man das nicht mehr. Aber damals gab es. Und ich ging zu Schering, so geklingelt, ich sprach absolut kein Deutsch. Ich sagte, ich möchte bitte hormonell, ich gehöre, das ist sehr gut für Frauen werden. So, und da hat man mich irgendwie aufgenommen. Und ein Arzt hat gesagt, so gehen wir den Weg. Und das hat 2 Jahre gedauert, 2 Jahre, wo ich anfing, also eine Hormonotherapie zu machen, um Frau zu werden. So. Das ist nicht besonders, das ist nur sehr geil. Ja, weil die Hormone spielen total verrückt. Darf plötzlich. Ich neugieriger Laie fragen? Und ja, kam dann auch noch eine OP danach, wo alles... Viel später. Die OP, das ist, wenn man sicher ist. Wir müssen das mal beweisen, dass man 2 Jahre als Frau auf der Straße ist. Was ich mache mit Martin so. Erstmal um der Block spazieren mit einem Kleid, gucken die Reaktion. Ist man standfest und kann man diese Reaktion annehmen, wenn einer sagt, hey, blöde Sau, du schwule Sau, so. Oder wie geht das? Es ist für viele sehr schmerzhaft. So. Mhm. Das ist ein langer Weg. Und wenn man beweisen kann, bei Psychologen, dass man nicht schizophren und nicht das andere... Depressiv. Depressiv? Nein, es gibt aber 2. Schizophren und das andere ist auch so ein Ding. Psychokrank. Wenn man das nicht ist, dann kann man sich entscheiden für die definitive OP. OP, das bedeutet für mich eine Korrektur einfach, weil als Frau fühlte ich mich schon als Kind, als ich mit die Vorhänge von meiner Wohnung irgendwo mich da versteckt habe und Kleider daraus gemacht und ja, da war ich schon ein Mädel. Ich wusste aber nicht, wie man das macht. Eines Tages nach Béjar fuhr ich nach Japan. Wollt ihr noch das hören? Das ist eine ganz lange Geschichte. Doch, ja, doch. Nach Japan, genau, und da habe ich Kabuki und No-Theater gesehen. Und das hat mich die Augen aufgemacht. Das war Ende der 60er Jahre, also bei der Studentenrevolution. Man muss sich ja vorstellen, ja, das ist eine ganz, ganz andere Zeit. Ja, ja. Genau, Ende der 60er Jahre, Studentenrevolution. Und ich fuhr, also mit, weil ich kein Geld hatte, mit einem ganz billigen Flug. Das war ein Tupolev von Brüssel nach Moskau, Moskau, Novosibirsk, Osaka, Osaka, Kyoto, landete da an. Und da ja, habe ich Kabuki-Theater gesehen und ich sah irgendwie ein Theaterstück, der ein bisschen wie Romeo und Julia war für die Deutschen, aber in Japanisch. Das dauerte aber ungefähr 18 Stunden. Das war unheimlich lang, weil die haben ein ganz anderes Zeitgefühl als wir in Japan. Und ich sah eine Julia, wunderbar, also der Make-up war, jede kleine Strichfarbe hat eine Bedeutung, das Symbol und so alles, wie die spielte. Und ich hatte das Glück, hinter die Kulisse zu gehen. Und als diese wunderbare Julia, ich dachte, sie wäre eine 18-jährige Tänzerin, sich umgeschminkt hat, das war ein Mann, 50 Jahre, wie Ochimin. Also für mich ein ganz alter Mann damals, also in der 60er Jahre, ich war sehr jung. Und das hat mich fasziniert. Ich sage, jetzt weiß ich, warum ich immer, also bei der Ballett, die Frauen Partitur tanzen möchte. Warum ist der Stäbchenschwan mache immer und nicht immer halt der Mann, der die das Tänzerin heißt, von rechts nach heißt, links hebt. Wenn ich Sie richtig verstehe, die Möglichkeit, aus so zu leben, sich zu geben, haben Sie im Grunde genommen da plötzlich in Japan kennengelernt und begriffen. Plötzlich. Wir haben begriffen, es gibt einen Lebensweg. Es gibt eine Möglichkeit, auf der Bühne eine Frau darzustellen. Ich nahm diese Möglichkeit an, kam zurück nach Paris und man hatte ein wahnsinniges Kabarett aufgemacht. Alcazar de Paris. Das kennt jeder. Ja, das war ein verrücktes Leben. Und ich war da 4 Jahre lang. Also, und ich hatte jeden Abend 24 Rollen. Ich schlüpfte in 24 Rollen. Männer sowohl als auch Frauenrollen, Travestie und so. Und da habe ich mein Metier gelernt. Also richtig Kabarett, das bedeutet, die Männer, die Leute sind da, und man sich unterhalten um sich herum. Und das habe ich gelernt. Ganz schnell. Diese 4 Jahre sind für mich wert wie 5 Jahre Konservatorium. Aber es gibt ja diesen sehr beliebten Begriff der Resilienz. Wer hält was aus? Wer kann was durchstehen? Und ich glaube, wenn Sie schon als Kind einen gewissen Trotz hatten und einen Mut, auch Ihre Eltern sozusagen mitzuziehen, sozusagen, dass das geht, auch zu provozieren, dann war eigentlich klar, was der Lebensweg... Bettina, das A und E ist, das Leben zu lieben. Ich liebe das Leben. Ich habe immer das Leben geliebt und ich liebe sie jetzt noch und ich werde sie immer lieben. Also ich bitte offen... doch angeboten, bitteschön, kommt und macht. Apropos, wir haben vor 7 Jahren einen Film gemacht in Belgien mit Olias Barco. Wir haben der beste Film in Rom, Festival von Rom, Aurelio Doro gewonnen. Mhm. Beste Film, beste Kritikpreise und Jugendkritik. Und ich spielte da, also der Film heißt Kill Me Please. Kill Me Please, die Geschichte ein in der Schweiz, Doktor, der eine Klinik hat, und macht durch Facebook und Internet, wenn man zum Beispiel Vorsprechen
für Millionäre suche, die sterben wollen. So. Und also ich bin da also in der Film, ich war so eine Opernsängerin, der ein Kehlkopfkrebs hat. Und kann nicht mehr singen und so alles. Ja, also ich gehe in die Klinik und sage, ich möchte jetzt mein Buch schreiben und da kann ich sterben. So. Und dann, also es gab 7 Menschen, sehr reich, aus ganz Europa. Aber was der Doktor noch gemacht hat, er hat mit den Adligen aus Südamerika und Europa ein Jagd organisiert. Das bedeutet, diejenigen, die todkrank waren, wurden die Gejagten. Und die Reichen, sagt also, Tiere haben wir genug getötet. Elefanten, Löwen, egal, hat man schon, aber Menschen noch nicht. Ja, ja. Und der andere sagt, guck mal, die ist anorexik, also da kannst du sie strangulieren ganz schnell und so alles. So. Die ich erzähle euch das Film nicht, guckt euch das an, Kill Me Please. Aber die Philosophie oder die Moral der Geschichte ist, auch wenn man am Ende ist, mit Krebs, mit Tod, wenn jemand anderen kommt, um dich zu töten oder will dich nicht leben lassen, die Lebenskraft ist so stark, dass du versuchst, entweder zu rennen oder der Typ irgendwo ins Gesicht zu schlagen, du schlägst zurück, wie auch immer. Aber diese Elixier, diese Liebe an das Leben, das ist, was ich vermitteln möchte. Sazide Paris, ich könnte Ihnen jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, wir alle noch Stunden zuhören, aber aus Ihnen spricht, was Sie eben selber gesagt haben, die Liebe zum Leben, den Film habe ich nicht gesehen. Kill Me Please. Es gibt viele aber von ich mir, werde das nicht am Wochenende gesehen. Die Lindenstraße gucken. Ja, bitte. Mit Sazide Paris. Ich freue mich. Alles Gute. Wunderbar. Dankeschön. Das war der Kölner Treff heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Und schauen Sie einfach auf unsere Facebook-Seite oder aber auf unsere Homepage. Danke, dass Sie da waren. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.